Also da fange ich jetzt dann nochmal an. Lerne deine Sprache. Ich bin immer wieder überrascht, wie inflationär manche Begrifflichkeiten wie Worthülsen durch den Raum geschossen werden, ohne dass der Sender bemerkt, was er dort eigentlich sagt. Die deutsche Sprache ist sehr präzise und meint meistens auch das, was sie vorgibt. Ein paar kleine Beispiele. Wahlurne, Gefäß zur Aufbewahrung sterblicher Überreste. Ausbildung, es ist aus mit der Bildung. Unterricht, damit die Unteren wissen, wonach sie sich zu richten haben. Unterhaltung, dich unten halten. Debattieren, im Bundestag wird debattiert, nicht diskutiert. Während bei einer Debatte die Standpunkte beliebig austauschbar sind, hat bei einer Diskussion jeder einen festen Standpunkt, den er vertritt. Entschuldigung, das Ende der Schuld. Es wird dir großen Spaß bereiten, noch mehr eigene Beispiele zu finden und damit die Kultur der ältesten Sprache der Welt zu beleben. Deutsch ist hart, kraftvoll, energetisch und eine wunderbare Theater- und Philosophensprache. Mach dich. Das ist also jetzt einmal der erste Einstieg. Es gibt tausende von Videos und die haben alle eins gemeinsam. Ich entschuldige meine Stimme. Sie predigen trotzdem dann, wenn du weiterhörst, Feindbilder. Das Erste, was man verstehen muss, ist, dass das raumzeitliche Denken eine einzige Sackgasse ist. Das heißt, wenn wir uns mit Holofeeling beschäftigen, das ist wirklich das einzige Denksystem, wo keine Feindbilder gepredigt werden, wo dir klar gemacht wird, dass jeder, der in dir auftaucht, Recht hat, wenn auch nur ein bisschen, und dass diese verschiedenen Perspektiven zusammengehören. Ich will jetzt nicht nochmal anfangen mit dem Tassenbeispiel. Wir haben das tausende Male wiederholt. Das, was wichtig ist, und das lege ich euch jetzt ans Herz, das ist immer derselbe Einstieg. Das, was ich jetzt herausgrächze, muss ich mittlerweile sagen, weil sprechen kann man das relativ schwer nennen. Meine Botschaft richtet sich bloß an den Geist, der mir jetzt zuhört. Das heißt, da ist jetzt nur ein allereinziger Geist und dieser Geist ist immer. Und du wirst in deiner ganzen Welt, in deiner Wissenschaftsgeschichte nahezu keine einzige präzise Definition bekommen, was Geist ist. Solange du Geist als was Ausgedachtes dir vorstellst, gehst du in die Irre, weil Geist etwas ist, was man nicht denken kann. Wenn ich jetzt den kleinen Sprung mache, zum Beispiel Descartes, jedes Kind, jeder etwas gebildete Mensch kennt den Satz, ich denke, also bin ich. So ein Meilenstein angeblich der Philosophiegeschichte ist kleingeistiger oder geistloser Schwachsinn. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich denke, also bin ich, ist dieses Ich, das denkt, das ich mir jetzt ausdenke, ein Gedanke. Ich denke, also bin ich, da muss einer da sein, der sich ein Ich ausdenkt, das denkt. Das ist diese berühmte Sache, wo ich jetzt auch nicht auf eingehe genauer, dieser vier verschiedenen Ichs mit Holofeeling. Ich habe jetzt da sogar fünf, bin ich zigfach drauf eingegangen und man muss hier wirklich wissen, das ist so ausgeklügelt, weil was ich euch zurzeit erkläre, ist die Matrix. Alle reden von der Matrix, da haben wir dasselbe Problem. Es weiß keiner, niemand, den ihr euch ausdenkt. Ihr, jetzt müsst schon wieder Vedo kommen, er sagt doch, er erklärt es nur dem einen Geist, der ihm jetzt zuhört. Und da muss man jetzt immer sehr genau auf den Kontext aufpassen, sonst ist es extrem verwirrend. Prinzipiell gibt es nur einen allereinzigen Geist. Manche nennen das Gott, aber da haben wir wieder das Problem, sobald du an Gott denkst, ist dieser Gott ein Geschöpf von dem, der an Gott denkt. Und wenn du jetzt aufmerksam zuhörst, ist der, der an Gott denkt, auch wieder ein Geschöpf von jemandem, der sich jemand ausdenkt, der an Gott denkt. Und jetzt können wir hier in diese Richtung eine Reihe machen, in einem Bereich, wo sich immer mehr auflöst. Das heißt, also Geist selber ist etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. Und wenn man das jetzt einigermaßen versteht, und darum lege ich euch das ans Herz, euch meine ich jetzt, ich nenne das Geistesfunken, das ist der Geist, der mir jetzt zuhört in Form einer Personifizierung. Das heißt, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst,
Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass du ewig bist. Sonst wäre ich in dir nicht aufgetaucht. Entweder real, wenn du jetzt glaubst, du bist jetzt in Ellingen, oder als Pixelmännchen, wenn du jetzt vor deinem Computer sitzt. Du merkst jetzt schon, dass das, was du zu sehen bekommst, extrem davon abhängt, wer du zu sein glaubst. Es ist aber immer derselbe Geist. Das Spiel habe ich zigfach erklärt in die Blindfeld-Vorträge, in die Finkenstall-Vorträge. Die sollte man vorher gesehen haben, bevor man sich das jetzige anhört. Und was hier ganz, ganz elementar wichtig ist, das ist zum Einstieg die Geschichte mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Ich wiederhole das nochmal, wenn du Ersthörer bist. Ich sage immer wieder, wir denken uns zwei Menschen aus. Der Erste, den nennen wir mal so, der behauptet nur Sachen, wo jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. Alles, was der Erste sagt, ist de facto sofort überprüfbar. Alles, was der Zweite sagt, sind Sachen, die praktisch jeder normale Mensch noch nie mit eigenen Augen gesehen hat und die man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Wem würdest du mehr glauben, dem Ersten oder dem Zweiten? Glaubst du dem, der nur Sachen behauptet, die du auf der Stelle sofort überprüfen kannst, oder glaubst du dem, der Sachen behauptet, die noch nie ein Mensch gesehen hat und die man prinzipbedingt nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte? Und was dir mit Holofinien klar wird, dass du dein bisher, bis jetzt ausgedachtes Leben zu 100% nur dem Zweiten dein Vertrauen geschenkt hast und jeder, wenn er mal, sollte überhaupt einmal ein Erster in dir aufgetaucht sein, ist irgendwas in dir drinnen, das du meine Logik nennst, das dir erklärt, dass das ein totaler Spinner ist, ein Fantast ist. Klingt jetzt extrem unglaubwürdig, aber das ist die Realität, mit der du dich auseinandersetzen musst. Wenn ich jetzt das so im Raum stehen lasse und man hört es das erste Mal, weiß man gar nicht, um was es geht. Es ist zum Beispiel die Aussage, wenn ich jetzt behaupte, wenn du Geist nicht an deinen Körper denkst, existiert dein Körper nicht. Da wirst du merken, da rebelliert jetzt in dir schon was. Ja, wenn es meinen Körper nicht gibt, wird es mich ja nicht geben. Da müssten wir jetzt erst einmal erklären, welches dieser Ichs bist du, wenn man das Prinzip verstanden hat. Das, was ewig ist, ist dieses Ich hier. Das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Alles, was groß geschrieben ist in meinen Schriften, ist ein Symbol für etwas, was man nicht denken kann. Das ist so die klassische Sache. Frage mal jemanden, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Ganz einfach an das Wort Nichts. Die Antwort ist so unendlich einfach. Wenn ich an nichts denke, denke ich an das Wort Nichts. Entweder als Geräusch, nichts in meinem Kopf. Aber dieses Geräusch ist ja nicht nichts. Es ist ein Geräusch. Jetzt könnte ich sagen, an was denkst du, wenn du an alles denkst? An das Wort Alles. Aber dieses eine Wort Alles ist nicht alles, sondern das ist auch ein Symbol für etwas, was eigentlich nicht gedacht werden kann. Dasselbe ist dieses Ich. Wenn ich jetzt zu dir sage, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, das ist dieses rote Ich. Den kannst du nicht denken, weil sobald ich mir einen Geist ausdenke, ist dieser Geist schon wieder was Ausgedachtes. Das heißt, die erste große Lehre bei Horo Feeling, der Besitzer ist was anderes wie ein Ding, das besessen wird. Das heißt, egal an was du denkst, ob jetzt das ein Gedanke von dir ist, den du dir ausdenkst, oder eine sinnliche Wahrnehmung ist, mit der du konfrontiert wirst, wo du irgendwann einmal merken wirst, das denkst du dir genauso aus. Beide sind deine Informationen, sind Sachen, die du als Geist besitzt. Es sind deine Informationen. Information ist ein Besitz. Der, der das besitzt, ist was anderes wie seine eigene Information. Und jetzt kommt das Wichtige, dass der Materialismus, den Glauben, den du anhängst, dieser dogmatische Glaube, der dich vollkommen selbst entgeistigt. Alle Menschen, die Materialisten sind. Und du wirst jetzt erst einmal feststellen, in deiner Welt, alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind Materialisten. Selbst wenn sie das nicht behaupten. Materialist bist du, wenn du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier. Materialist bist du, wenn du glaubst, dass da außen eine Welt ist, unabhängig von dir, auch wenn du nicht dran denkst. Dass bevor du geboren wurdest, eine Vergangenheit da war, die schon da war, bevor es dich gegeben hat. Das ist alles unheimlich logisch, aber es ist de facto überprüfbar, einfach nur eine Lüge.
Du könntest es nämlich nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist einmal der Einstieg bei Holofeeling. Und das, solange du dieser Krankheit anhaftest, wirst du leiden. Das heißt, ich habe dir gerade erklärt, du Geist, der du mir jetzt tust, bist etwas, was nicht in Erscheinung treten kann, ohne dass du dich zwangsläufig zu einem Gedanken von dir selbst machst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Das ist eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Das kann man jetzt den Gedankengang mitgehen, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Der Witz ist, sobald du an was anderes denkst, also nicht mehr an dich denkst, bist du immer noch derselbe Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut. Dass diese Erkenntnis stellt alles auf den Kopf, was du ein Leben lang geglaubt hast. Geist kann nur von etwas verstanden werden, was selber Geist ist. Da Geist ewig ist, unsterblich ist, muss Geist etwas sein, was nicht in Erscheinung treten kann. Und wenn es bloß ein Gedanke ist, weil alles, was du denkst, immer nur dann da ist, wenn du es denkst. Ich nenne das in Gedankenwellen. Die unterliegen einem ständigen Wechsel. Also es wird dir auch nicht weiterhelfen, wenn du sagst, ich weiß ja, mein Körper, ein Besitz, ist ja vergänglich, aber meine Seele, als Seele überlebe ich ja. Eine Seele ist genauso vergänglich wie dein Körper, weil eine Seele nur dann existiert, wenn du an die Seele denkst. Selbst ein Gott, den du dir ausdenkst, ist vergänglich, weil in dem Moment, wo du den nicht mehr denkst, ist er schon weg. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist auf sich selbst gesprochen drauf, mit einer etwas besseren Stimme wie jetzt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil das zieht dir letztendlich den Boden unter den Füßen weg, wenn du dich darauf einlässt. Und jetzt sage ich nochmal mit Nachdruck, wenn du das nicht für voll nimmst oder nicht verstehen willst, du Geist, der du mich jetzt hörst, das, was mich jetzt sprechen hört, egal ob ich ein Pixelmännchen bin oder eine Lautsprecherstimme bin, eine quäkige, noch quäkige wie sonst, oder ob ich ein Trockennasenaffe bin in deinem Gesichtsfeld, du Geist bist unsterblich und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du nicht anfängst, dieses alte Glaubenssystem gegen den neuen Glauben auszutauschen. An deiner momentanen Rolle als Trockennasenaffe hast du dabei überhaupt nichts zu verändern. Ich betone immer wieder dieses Leben von dir, das du zurzeit als personifizierte Figur in deinem eigenen Traum durchlebst, lass mal vollkommen unangetastet. Das heißt, du musst nirgends eintreten, nirgends austreten, es kostet keinen Pfennig Geld und du kriegst von mir in Bezug auf den Trockennasenaffen nicht eine allereinzige Regel, was du darfst, was du nicht darfst, was du sollst. Weil das Ding, das du zu sein glaubst, interessiert mich überhaupt nicht. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir total am Arsch vorbei. Es sind vergängliche Erscheinungen, es sind Figuren in einem Traum. Ich sage, mich interessiert nur der Geist, der mir jetzt zuhört. Du bist ein träumender Geist. Und ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Die Figuren, die du in deinem Traum zu sehen bekommst, interessieren mich nicht, weil spätestens, wenn du wach bist, sind die sowieso weg. Genau genommen sind die schon weg, wenn du sie nicht mehr denkst. Das ist nur, wenn du die Gesichtsfeld schwenkst. Jetzt ist ja nur ein Pixelmännchen da, das haben wir im Blindfeld schon gehabt, hängt jetzt wieder davon ab, wer du bist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist der Sigmund, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du hast jetzt den Udo in einer gewissen Entfernung vor dir sitzen. Stimmt oder stimmt? Das große Problem, dass du aber auch jetzt auf den Computer klotzt und siehst dich eventuell selber von der Seite auf dem Monitor. Wer bist du jetzt? Bist du der Sigmund auf dem Computermonitor oder der Sigmund, der vor dem Computer sitzt? Oder die Diana, die ist mit Sicherheit auf dem Bild. Jetzt merkst du schon, jetzt brauchst du diese X. Die erkläre ich jetzt nicht nochmal. Die sind im Blindfeld, habe ich die kurz angesprochen und es gibt nochmal ein anderes Video, wo es noch genauer angesprochen wird. Das, was du siehst, ist dieser Bereich. Das sind die Erscheinungen. Das ist mein Videobeamer-Beispiel. Das steht hier. Deine Maske, der Videobeamer, das Display im Videobeamer, das ist das blaue, kleine, blaue Ich, das ist das Programm selber, dein Videospiel praktisch, dein Wissen, dein Intellekt und das ist jetzt die Lampe im Projektor. Haben wir tausendmal abgehakt, wenn einer meint, er hat es nicht nötig. Ich kann dir nur eins sagen, nochmal, du kannst jetzt lächerlich arrogant sein, und jetzt fangen wir eigentlich mit einem neuen Vortrag an, dir wird deine Arroganz im Halse stecken bleiben. Zeit spielt in meinem Spiel keine Rolle. Du wirst bis in alle Ewigkeit in dich einprügeln, bis du anfängst, dir das genauer anzuhören und dich dafür zu beschäftigen. Ich füge keinen Druck
aus, das klingt jetzt wie eine Drohung. Ich sage immer wieder, wenn ein liebender Vater zu seinem Kind sagt, lang nicht auf heiße Herdplatte, du tust dir bitterböse weh, dann droht der Vater dem Kind nicht, sondern er warnt es. Und ich habe dich jetzt ganz einfach gewarnt und damit lasse ich es sein. Und ich kann euch nur sagen, es kann man mittlerweile nach 15, 20 Jahren, die sagen, ich war mal vor 20 Jahren auf einem Vortrag von dir, hab mir erst, heulend, bei mir bricht alles zusammen. Dann erinnern sich wieder, da war doch irgendeiner. Ich sage, das fällt dir jetzt bald ein. So hast du 20 Jahre verschenkt. Und das Schöne ist, dass es keine chronologische Zeit gibt, wiederholt sich das wie in täglich grüßt das mal mit dir und du kriegst es nicht einmal mit. Auch das wird in den Ohrenbohrungen bestens beschrieben. Die Schwierigkeit bei den Ohrenbohrungen ist die Menge. Das heißt, es erschlägt dich in einem gewissen Maß die Datenmenge. Wenn wir hier zum Beispiel, ich mache mal, kennt ja jeder von euch. Wir schauen uns das nochmal an, wenn wir jetzt auf Holofeeling gehen. Gibt es ja einige Seiten, wo ich nichts damit zu tun habe als Udo. Ich empfehle normalerweise die von Peter Staaten, weil die das größte Sammelwerk ist. Da haben wir jetzt erst einmal den schönen, die Einleitung, wo viele abstürzen. Und da heißt es hier, ganz am Anfang schon, wer bist du, wo kommst du her? Lass uns gemeinsam in dir nach den Antworten zu diesen Fragen suchen. Meine hier zum Download vorliegende göttliche Offenbarung ist trotz des Umfangs von fast 2000 Seiten. Und das ist eigentlich, das bezieht sich nur auf die 8 Hauptbände. Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wenn du hier ahnst, das ist das Hauptwerk. Das sind die 2000 Seiten. Das war es dann schon. Aber es sieht ja dann, es geht ja hier noch einen ganzen Schritt weiter. Das sind jetzt auch inspirierte. Und dann kommen wir die ganzen, und wenn wir dann loslegen, die ganzen Updates, es sind mittlerweile über 20.000 Seiten. Und die schrecken natürlich ab. Und die müssen nicht abschrecken, weil du wirst feststellen, wenn du dich darauf einlässt, wirst du bestens informiert aus dir selbst. Wunder kannst du nur erleben, wenn du anfängst, an Wunder zu glauben. Und wir fangen an, ich habe gesagt, das, was dein großes Problem ist, ist die Arroganz. Die Welt ist eine Matrix. Da glauben viele dran, bloß die wissen nicht, was die Matrix ist. Jetzt hast du mal das lateinische Wort Matrix, heißt schlichtweg und einfach Gebärmutter. Da haben wir schon das Geber, den Mann und die Frau ist eigentlich in einem gewissen Maß ein Symbol für einen Adam. Und ich sage immer wieder, die Matrix steht schlichtweg zuerst für ein Computerprogramm wie bei einem Videospiel. Das heißt, wenn du ein Videospiel spielst, alles, was auf dem Bildschirm in der virtuellen Welt auftaucht, ist vorher als Seinsmöglichkeit auf dem Programm. Das wollen wir heute Nachmittag anschauen, wenn der Jan da ist mit der VR-Brille. Und da werden einige, wir haben da schon gesprochen, wie ich als Udo immer sage, ich werde den Vogel raushauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wenn ihr damit konfrontiert wird. Was jetzt interessant ist dabei, dass die Matrix, rein das Wort Matrix, wenn wir es hebraisieren, was heißt hebraisieren, das ist jetzt was vollkommen Neues bei Holofeeling, da die Sprache, die hebräische Tora, ein Matrixcode, ein Computerprogramm ist, dass wir immer die Buchstaben umsetzen in Hebräisch, aber ihr wisst das alle. Und ich sage jetzt, das richtet sich an keinen, der von Holofeeling noch nichts gehört hat. Der kann das jetzt nehmen oder nicht nehmen. Das heißt, jetzt der Kreis, den du dir ausdenkst, der hier auf dem Video als Pixelmännchen in Erscheinung tritt, das ist nur ein allereinziger Geist, nämlich dein Geist. Ich sage immer wieder, es gibt nur einen einzigen Geist. Aber die Eigenart dieses Geistes ist, dass sobald er zum Träumen anfängt, er sich in seinem Traum mit einer Figur verwechselt, die er sich ausdenkt. Wo er sagt, das bin ich. Als träumender Geist denkst du dir viele Figuren aus, aber du sagst, ich bin bloß eine davon. Als Denker denkst du dir viele Menschen aus, du sagst, ich bin aber bloß einer der Menschen, die ich mir ausdenke. Du sagst, ich habe einen Körper und es sind andere Körper. Von dem Geist, der sich das ausdenkt, der denkt sich die ganzen Körper, die sich ausdenkt, gleich aus. Da ist kein Unterschied. Das heißt, wenn du wirklich, wenn dein Geist in dir wach wird, ist dir das klar, dass ich jetzt zum Beispiel, es ist gleichgültig, aber ich sage, ich denke an Udo, ich denke an Redo, ich denke an die Helga oder an sonst wen. Es sind Gedanken von mir. Ich würde nie behaupten, ich bin der Udo und die Helga bin ich nicht. Darum bin ich der, der ich bin.
Es ist, wenn du die Gedankengänge folgst, es ist absolut präzise und sauber mit Deutsch erklärt. Und jetzt kommt natürlich ein Geheimnis, wo in deiner Welt keiner weiß. Was ich jetzt hier versuche mit meiner quäksigen Stimme, die ich unter Qualen, da fällt mir gerade so was Schönes ein, weil ich behaupte, ich habe die Bibel geschrieben. Schau doch mal, was da steht. Lies vor, Rido. Nur aus ein Schattenbild wandelt der Mann einher, nur um Nichtigkeit lärmen sie, er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Rette mich von allen meinen Vergehen, mach mich nicht dem Narren zum Hohn. Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Das ist also hier, was jetzt in dir spricht, ob das ein Lautsprecher ist oder ob das der Udo ist. Das ist letztendlich der geistige Mund, der sich das ausdenkt, der spricht nicht. Ich habe ein paar Mal schon erwähnt, das Wertvollste, was du zurzeit in deinem Wissensschatz hast, sind die Märchen und die Sprichwörter. Und ein ganz bekanntes Sprichwort ist, alle, die reden, die wissen nicht, und die, die wissen, die reden nicht. Was ein klarer Beweis ist, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, überhaupt keine Ahnung haben kann, weil der in einer Wort, selbst wenn er nicht mehr fast in der Lage ist zu sprechen, krächzt er immer noch los. Also kann der nichts wissen. Der Witz ist, dass der Udo noch nie behauptet hat, dass er was weiß. Ich behaupte, ich bin jetzt eine Figur in deinem Traum. Oder ein Pixelmännchen, wenn du die Aufnahme anhörst. Kann ein Pixelmännchen auf einem Monitor was wissen? Kann eine Figur in einem Traum was wissen? Eine Figur in einem Traum, alles, was dir eine Figur in einem Traum erzählt, wenn du der träumende Geist bist, ist das, was du träumst. Alles, was eine Figur, ein Pixelmännchen auf einem Monitor erzählt über den Lautsprecher, ist das, was ihm das Programm, die Datei vorschreibt. Stimmt oder stimmt? Das heißt, wenn jetzt irgendjemand in dir auftaucht und du weißt, dass du ein träumender Geist bist, auch wenn das alles so unheimlich echt aussieht, müssen wir jetzt erst einmal definieren, was echt ist. Da muss dir klar sein, auch wenn du das noch nie gehört hast, jetzt wird es interessant. Wir haben wieder verschiedene X. Du musst da ganz wach sein, von welchen X spreche ich gerade. Das ist, wo ich immer sage, wir denken uns jetzt, du wirst mit irgendeinem Professor konfrontiert, der Philosophie oder der Physik, und der erzählt dir Sachen, die du noch nie gehört hast. Und du denkst dir, boah, ist der gescheit. Sobald ein Gescheiter in dir auftaucht, entsteht im selben Moment ein Dummer. Und jetzt kommt ein Problem, dass du auf der einen Seite unheimlich arrogant und aufgeblasen bist, weil du über alles und jeden bestimmst. Das ist dir bloß noch nie aufgefallen. Aber auf der anderen Seite, wenn du hier mit einem Intellektuellen konfrontiert wirst, der dir offensichtlich haushoch überlegen ist in einem Fachgebiet, meinst du, du bist dümmer. Musst du ihn ja nicht unbedingt sagen. Das heißt, sobald ein Trauma gescheiter auftaucht, wo du sagst, das bin ich nicht, entsteht ein Dummer und du sagst, das bin ich. Und was ich dir jetzt erkläre, du bist der, der sich bei dir ausdenkt. Der träumende Geist ist vollkommen passiv. Und jetzt, was jetzt das Erste ist, in die alten Almener Vorträge, dir muss klar sein, dass es in deiner Traumwelt überhaupt keine Freiheit gibt. Für nichts und niemanden. Diese Art von Freiheit, die ihr als Trockennasenaffen zu haben, glaubt, ist eine reine Illusion. An Beispielen mangelt es nicht, wenn du dir mal hier 50 oder 100 Selbstgespräche reinziehst, da wirst du feststellen, vor allem die älteren Almener Zeiten noch, war mein Hauptthema immer wieder euch zu erklären, dass es keine Freiheit gibt. Das heißt, wenn wir jetzt uns das einmal, wir ist ein Singular, das ist dieser Geist, das ist das JCH-Grad, was sich Jesus Christus nennt als Symbol, das platzt zuerst einmal auf in viele Geistesfunken. Geistesfunken nenne ich Facetten von mir, die letztendlich ich sind, und beginnt das ganze Werk mit Ich bin du, die aber in eine Vergessenheit gehen, weil sie sich mit einer Rolle verwechseln. Das heißt, die sind reduziert. Ich verweise im ersten Fiegenstall-Vortrag an das Splitscreen-Beispiel. Erkläre ich jetzt nicht anschauen, wenn es dich interessiert, wenn du so arrogant bist, dass du meinst, du brauchst es nicht. Es ist dein Problem. Du wirst bis in alle Ewigkeit auf dich einprügeln und deine Logik, die ich dir gerade erkläre, wie du funktionierst, wird dir permanent erklären, wer daran schuld ist, dass dir scheiße geht. Der wirklich daran schuld ist, dass du einen totalen blinden Fleck, das ist dein eigenes Wissen.
Jetzt ist es also so, dass die Worte, die deutschen Worte sind ganz wichtig, deutsch-hebräisch, in den Grundzeichen, dass jedes Wort, jedes in jeder Sprache der Welt, ist eine Bedienungsanleitung mit drin. Das heißt, wenn du die Vordersprache beherrschst, ihr solltet, wenn ich jetzt wieder ihr sagt, meine ich diese reduzierten Einheiten von mir, ihr solltet es mittlerweile wissen, dass das natürlich noch viel weiter geht, wie ich es bis jetzt erklärt habe. Ist schon der Tatsache geschuldet, dass ich auch hier tausende Male in den ganzen Vorträgen erwähne, dass meine Beispiele Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen sind. Wir schauen uns einmal so einen ganz einfachen Weg an. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir nehmen mal hier das Wort Arroganz. Ich spreche immer von der Arroganz. Dann nehmen wir jetzt ganz einfach das deutsche Wortauskunftssystem. Und wir machen jetzt im ersten Anteil, hebraisieren wir diese Buchstaben. Hebraisieren ist eine Technik, die der Materialismus nicht kennt. Das heißt, das kriegen nur meine Geistesfunk zu sehen. Das heißt, der Geist, in den ich auftauche, als wer auch immer. Ich muss nicht unbedingt als Udo auftauchen, ich habe da so meine Möglichkeiten. Jetzt passen wir auf, wir fangen mal mit ARR an. Wir machen ARR. Gibt es dieses hebräische Wort? Gibt es. Das heißt, wenn du arrogant bist, kommst du in den Fluch und die Verwünschung. Was übrigens hochinteressant ist, dasselbe Wort findest du, du bist ja ein Gotteskind. Beschwörung, Verfluchung. Du bist ein arroganter Gott, der aber den Schwerpunkt hier liegen hat. Das O, wenn wir ein Waff hindranhängen, wenn wir ARR ein Waff hindranhängen, das ist jetzt hier im Wörterbuch nicht drin, Grundgrammatik, ein Waff am Ende eines hebräischen Wortes heißt sein. Das heißt sein. Ups, mal ganz kurz machen. Das heißt dann praktisch sein Fluch und seine Verwünschung. Das sind jetzt die Buchstabe ARO. Jetzt machen wir ganz einfach mal GA. Wir lesen es nur blau. Das ist praktisch der Geist und seine Schöpfung, wobei der Geist blau ist eigentlich nur Gehirn. G. Das blaue G ist Gehirn. Das ist ein Mechanimus, ein Programm. Das blaue Ich. Und das rote G ist Geist. Wir machen einmal GA. Der arrogant ist, der ist voller Stolz, hochmütig. Jetzt ist natürlich das Selbstbewusstsein. Man spricht immer in der Psychologie von Selbstbewusstsein in Bezug auf das eigene Ego. Das ist blaue Selbstbewusstsein, ist die größte Falle, die es überhaupt gibt. Zeige ich euch dann ein paar so Pixelmännchen, Facetten davon, mit Selbstbewusstsein, die eine Arroganz ausstrahlen auf ihr Wissen und die wissen gar nicht, was sie reden. Weil sie geistlose Affen sind, die alles nachäffen. Okay? Und dann haben wir natürlich zwangsläufig, haben wir da die Möglichkeit, dass wir das GA, können wir natürlich mit einer siebten G ein Ain hinten dranhängen, das ist ja auch GA. Jetzt kriegst du wieder das Stolzsein. Das wird interessant, dass man diese Zeichen an und für sich immer noch spreizen kann mit einem Waff dazwischen. Und jetzt hast du dein Umkommen, wenn du arrogant bist, wirst du untergehen. Wesentlich sicherer wie das Amen in der katholischen Kirche, weil das bloß ein kleiner Zeitabschnitt ist. Vor 2000 Jahren hat keiner eine katholische Kirche gekannt und in wenigen Jahren wird es wieder keiner kennen, weil es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Ich führe dich in eine zeitlose Welt und wenn du wieder sagst, unmöglich, das ist Arroganz. Und dann bist du praktisch bei unseren GAR, haben wir ja noch unser NZ hinten, die existierende Geburt. Und dann wirst du als Arroganter, schau es euch nochmal an, Arro, Gar, NZ. Dann bist du ein Aggressionspolitiker, ein unreiner Raubvogel, wobei interessant ist im Wort Raubvogel, R steht immer für Berechnung, wir wissen das ja, AUB, was ist AUB bekanntlich? Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, das sind deine Gedankenwellen, die du selber in dir aufwirfst durch dein R, durch deine Berechnungen, das ist deine Beschwörungskunst. Weil all die Scheiße, die du dir ausdenkst, die existiert nur in deinem Kopf und weil du felsenfestes beschwörst, dass das auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst.
damit verwirklichst du diese Illusionen in deinem Kopf. Ist doch hundertprozentig sicher bewiesen, dass ich von meiner Mutter geboren wurde. Jetzt muss ich wieder an den Anfang zurück. Ich sage immer wieder, ich unterhalte mich nur mit dem Geist, der mir jetzt zuhört. Geist ist weder ein Trockennasenaffe, noch ein Ohr, noch ein Gehirn. Wenn ich dich, Geist, frage, wo kommst du her? Wirst du merken, da ist jetzt irgendein in dir drin, der sagt, ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage, du verwechselst dich schon wieder mit einem Gedanken von dir. Stimmt oder stimmt? Jetzt, wenn du das längere Zeit hörst und ich sage jetzt einmal, du denkst dir jetzt Menschen aus, diese Pixelmännchen vor dir, Handvoll Leute, kann ich dir garantieren, dass jeder, den du dir jetzt ausdenkst, obwohl das nur Pixelmännchen sind, sich seit 20 Jahren, fast 20 Jahren, 15 Jahren mit dem Zeug beschäftigt. Stimmt oder stimmt? Nahezu alle. Und die nicken dann nur und sagen, das ist so. Und die wissen, dass du mindestens 5 bis 10 Jahre brauchst, bis du einigermaßen diese einfachen Sätze akzeptierst, weil in dir ein Satan ist, der dich mit aller Gewalt versucht abzuhalten. Das ist das, was du mein gesunder Menschenverstand nennst. Ich diskutiere nicht mit sterblichen Trockennasenaffen. Die gehen mir am Arsch vorbei. Das, was du zu sein glaubst, geht mir auch am Arsch vorbei. Jetzt kann man dann natürlich wieder sagen, wenn den Udo siehst, wie er sich bemüht bis zur absoluten Erschöpfung, dass er nicht mehr reden kann, um euch was zu erklären. Das ist kein Verkaufsgespräch, es ist kein Überzeugungsgespräch. Ich kämpfe nicht um das, was du zu sein glaubst, sondern um den, der mir jetzt zuhört. Das ist das, was ich als Christus sage. Ich versuche, meine Schäfchen heimzusuchen. Und es läuft vollkommen abseits von deiner ausgedachten Welt ab. Da gibt es nichts zu retten. Deine ausgedachte Welt ist so brutal voller Fehler. Und das würde jetzt sehr arrogant klingen, das kann man ja rot auch noch machen. Ich als der, der ich zu sein behaupte, ich sage euch, alles, was du bisher als Elite gesehen hast, ob das Philosophen sind, und ich meine jetzt nicht nur die aktuellen, sondern in der ganzen Weltgeschichte, sind geistlose Schwätzer. Es sind schlichtweg und einfach Protagonisten in einem Traum. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir nicht so niemanden, den wir uns ausdenken, vorwerfen, dass es so ist, wie wir uns den ausdenken. Geistlosigkeit zeigt sich, dass ich an jemanden denke, den ich jetzt irgendwie absau, den ich Dummheit zuspreche und ich rede mir ein, der ist dumm, weil er eben dumm ist. Ich weiß, dass wenn ich mir einen Dummen ausdenke, ist der bloß dumm, weil ich mir den jetzt ausdenke und ich weiß, wenn ich ihn nicht mehr denke, ist er nicht mehr. Da beginnt Bewusstsein. Das setzt aber voraus, dass du die ganze Dummheit der Dummen, die ich mir ausdenke, dass ich die Schuld auf mich nehme. Weil die ja gar nicht dumm sind, wenn ich die mir nicht dumm denke. Jeder, den ich mir denke, der ist so, wie ich ihn mir denke. So, und jetzt tu mal mit deiner momentanen Logik, mit deinem Programm, jetzt denk mal an Leute, die du bewunderst. Es gibt ja in deinem Leben, zumindest bis jetzt, hat es ja Menschen gegeben, die du bewunderst, weil die so gescheit sind, weil die so toll singen können. Du bist ein träumender Geist. Wenn du dir an träumst, austräumst, der gut singen kann, der hat doch gar keinen Einfluss nicht drauf. Wenn er nicht singen kann, hat er auch keinen Einfluss nicht drauf. Du bist schuld, Peter. Wir sind wieder bei unserer Erstgeburt. Es ist so einfach, ne? Das ist ja das große Problem, dass das so unendlich einfach ist. Und ich habe gerade gesagt, die Sache mit dem Ersten und dem Zweiten. Es ist ein Riesenschlüssel. Es erschüttert dich zuerst einmal, umso mehr dir bewusst war, dass das wirklich so ist. Dass dein ganzes Wissen, dein ganzes Streben nur auf den Geschwätz von Zweiten aufbaut, die Sachen behaupten, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wir werden uns jetzt dann Vorlesungen anschauen der Philosophie, der Physik, der Chemie, wenn ihr wollt. Ganz normale Hochschulvorlesungen. Und dann werde ich euch zeigen, dass die ganzen Professoren, wo da sind, das sind einfach nur geistlose Rezidierchen. Jeder Einzelne fängt erst einmal an, dass er dir erklärt, was der und der in der Vergangenheit entdeckt hat und was der gefunden hat und was der gesagt hat. Ich sage, habt ihr keine eigene Meinung? Ich habe euch so oft gesagt, Einstein hat die Relativitätstheorie entdeckt. Da gibt es nichts zu entdecken. Wer hat die Wassermoleküle entdeckt? Da gibt es nichts zu entdecken, wenn das Wissen nicht in dir drin ist. Immer dran denken an die Metapher, wir setzen dich Geist als einen Computer, einer von vielen Metaphern, meine Gneten-Metapher. Und jetzt muss dir klar sein, wenn ich jetzt sage, du Geist, der du mir zuhörst, bist jetzt symbolisch gedacht ein Computer. Ich sage, Mama, du bist ein träumender Geist, Mama, sag ich, du bist 200 Gramm rote Gnete.
ich benutze diese unterschiedlichen Metaphern, um unterschiedliche Phänomene von dir zu beschreiben. Aber beim Computer ist es so, wir wissen, der Computer braucht Daten und Software, dass Bilder entstehen können auf dem Bildschirm. Und das ist jetzt, du bist der Computer und die Daten und die Software, das ist dein Intellekt, den du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt. Und dieser Glaube, dieser Wissenglauben, nenne ich das in den Ohrenbohrungen, in den ersten Bänden, der macht deinen Traum. Auch alle physikalischen Gesetze da außen, gibt es keine Welt. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Da droben am Himmel, da drunten auf der Erde. Beginnt übrigens mit, mach dir kein Bild von dir selbst. Wenn du an diesen zwei Sätzen schon scheiterst, weil das religiöses Geschwätz ist, bist du ein arrogantes Arschloch. Den Gott, den ich euch erkläre, der hat mit den ganzen christlichen und religiösen Gottesvorstellungen überhaupt nichts zu tun. Auch hier die Wiederholung, das, was ich euch jetzt erkläre, sind reine, absolute Fakten, die jedes Kind überprüfen kann. Es ist weder religiöses Geschwätz, das euch zwingt, irgendwelche Vorstellungen von irgendwelchen selbst ausgedachten Idioten zu glauben, noch ist es esoterisches Geschwätz und schon gar kein naturwissenschaftliches Geschwätz, weil dich wird es zutiefst erschüttern, wenn du feststellst, dass die ganze Naturwissenschaft mit ihren hundertprozentig bewiesenen Fakten genauso einfach nur Lügenkonstrukte sind. Und wenn die sagen, Naturwissenschaft kann man alles überprüfen mit Experimenten. Ich sage immer bloß, zeig's mir. Und dann schauen wir mal, was du siehst, was die sehen, was sie beweisen. Und jetzt passt dann wieder dieser Satz, wo ich gerade gesagt habe, ihr Menschen, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Einen Moment. Den habe ich schon mal Update dazu gemacht. Wir lassen uns den nochmal Physiker. Ihr müsst es wesentlich total süß. Das ist so die Idiotie und das sind ja immer die Experimente. Ich will da ganz einfach nochmal drauf eingehen, das Experiment, das ist immer das griechisch-lateinische Ex heißt heraus, sollte jeder wissen, Peri heißt ringsum. Experi heißt, es tritt etwas aus mir heraus, das ist um mich herum. Und jetzt kommt natürlich das Ment, das hast du auch im Fundament, das ist eine Unterform von Mens. Mens heißt zuerst einmal denken. Ment. Heißt Lügen, auch etwas überlegen, mendio, heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Jetzt schau mal das Wort Experiment an. Experi heißt, aus, es tritt etwas heraus um mich herum und das sind die Lügen, die ich verbreite, die ich mir ausdenke. Die denke ich mir in die Vergangenheit, die denke ich mir nach Syrien, die denke ich mir sonst wohin. Alles, was ich denke, ist letztendlich das da mal Information in meinem Kopf, symbolisch. Und jetzt schauen wir uns diese Experimente an. Aber ich will Ihnen jetzt einfach mal diese Bilder zeigen dazu. Weil mit diesen 100 Milliarden Bildern pro Sekunde, da wurde tatsächlich Licht im Flug. F-Flug. Eine Facette, die du jetzt anschaust, ist eine Lüge. Das ist neuester Stand der Technik. Eine Sensation gewesen vor 3 Monaten weltweit. In Physikerkreisen die höchste Sensation jetzt 2017. Aufgezeichnet. Man kann beispielsweise jetzt hier eine Rennstrecke aufbauen und einfach mal Licht in einem Medium auf die Reise schicken, indem es relativ schnell ist. Sagen wir mal in Luft, das ist hier der obere Teil, oder in Kunstharz. Im Kunstharz ist das Licht deutlich langsamer. Das ist so ähnlich wie mit Wasser. Im Wasser hat das Licht nur noch 225.000 Kilometer pro Sekunde. Im Kunstharz. Das ist übrigens. Zeig's mir. Wenn ich denen erzählt hätte, dass im Wasser das Licht 110.000 Kilometer schnell ist, dann würde er das jetzt erzählen. Er erzählt dir das, was mir ihn auf der Uni erzählt hat. Überprüfen kannst du das nicht, aber das ist ja jetzt her. Jetzt haben sie ja Photonen gefilmt. Das ist erstmalig gelungen, Photonen im Flug zu filmen. Jetzt ist es noch langsamer. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal diese Rennstrecke an. Schau, wie er sie freit. Schau, wie er sie freit. Oben Luft, unten Kunstharz. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Sehen Sie das? Nochmal. Man sieht klar, wie der obere Teil, das Licht im oberen Teil, den unteren abhängt.
Das sind Photonen im Flug, die Sie hier sehen. Und wir wissen natürlich, wenn jetzt Photonen hier auf so eine Trennschicht... Die sind Wahnsinnige. Jetzt könnte ich wieder als Materialist sagen, ihr müsst Milliarden für Steuergeldern abdrücken, um diesen Scheißdreck zu finanzieren. Jetzt kommt die Sache. Ich sage als Christus, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihm ist überhaupt nicht bewusst, dass er einfach auf einen Monitor glotzt. Er sieht nicht, was er sieht. Er sieht Illusionen. Sind wir auch tausende Male drauf eingegangen, was ist eine Illusion, eine Halluzination. Übrigens auch du, wenn du Zeitung lesen tust. Du siehst nicht, was jetzt da ist. Es ist kein normaler Mensch, der den Fetzen Papier sieht, wo Farbspritzer drauf sind. Du schaust diese Farbspritzer an, du nennst es Worte, während du die Worte anschaust, die jetzt in deinem Gesichtsfeld auf dem Papier in Erscheinung treten, fängst du mit deiner Stimme zum Sprechen an. Das kannst du alles überprüfen, wenn du dich beobachtest. Das ist Meditation. Und diese Worte werden jetzt ganz subjektiv geprägt von dir zu einer Vorstellung, die du dir ausdenkst nach Syrien, die hungernden Kinder mit Senfgasangriff und so weiter und so weiter. Ist das nicht schlimm? Und du meinst, du hast überhaupt nichts mit dem Zeug, das du dir denkst, zu tun. Du brichst das zweite Gebot, du bist fetzenfest davon überzeugt, dass das da außen unabhängig von dir abläuft und du bist nicht schuld. Die Freiheit beginnt in dem Moment, wo du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Ist ein ganz intimer Akt. Musst auch keinen missionieren, keinen erklären, weil du wirst dir schon wieder einen Gedanken von dir was erklären wollen. Ich erkläre einen Gedanken von mir nichts. Wenn ich einen Gedanken anders haben will, dann denke ich mir den ganz einfach anders. So wie ich ihn haben will. Meine Welt, die ich mir ausdenke, die ist exakt so, wie ich sie mir ausdenke und wie ich sie haben will. Und da ihr Brösel jetzt Figuren in meinem Traum seid, ist jeder mit seinen ganzen Marotten, auch der quäkige Udo, den ich mir jetzt ausdenke, genauso wie ich den haben will. Und alles hat was zu sagen, wenn du Holofeeling verstehst. Es gibt nichts, es gibt überhaupt nichts, was in dir auftaucht, was sinnlos wäre. Weil wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht erschaffen. Bloß, dass halt 99,9% bei dir überhaupt noch keinen Sinn ergeben. Dass du meinst, die Welt wird besser, wenn man das wegmacht. Solange du einseitige Ziele anstrebst, egal um was für ein Thema es geht, entheiligst du dich. Da musst du das Prinzip verstanden haben. Die Gedankenwelle. Es gibt keine Guten ohne Böse. Es gibt kein Krieg ohne Frieden. Und kein Frieden ohne Krieg. Und zu meinen, das Seelenheil besteht darin, dass es nur Frieden gibt. Immer tausendmal habe ich euch gesagt, den ganzen Sonnenschein und Regen. Jetzt frage mal einen Bauer, was besser ist, ob der nur Sonnenschein haben will. In kürzester Zeit wird alles kaputt gehen. Das heißt, wenn du irgendwas veränderst in dem Programm, musst du so viele Parameter mitverändern. Ein Segen für die Menschheit, wenn ab morgen keiner mehr krank ist. Es wird in 4 Wochen die größte Chaos. Es hat in deiner ausgedachten Menschheitsgeschichte noch keinen Krieg gegeben, der so viel Chaos anrichtet, wie wenn nur 4 Wochen lang kein alleinziger Mensch mehr krank ist. Ihr seid so unendlich kurzsichtig, geistlos, Babygötter. Das ist das, was ist. Aber schauen wir mal weiter. Dich treffen, dann werden die gebrochen, zum Lot hin beispielsweise. Und auch das kann man hier wirklich zeigen. Man sieht es hier. Nochmal. Sehen Sie das? Pass auf, pass auf. Also das ist, ich finde, das ist einfach unglaublich. Ich habe gesagt, Moment. Jetzt kriege ich gar nichts mehr raus. Ich würde dann, glaube ich, abbrechen. Der hat eine Marienerscheinung. Eine physikalische Marienerscheinung. Jetzt gibt meine Stimme. Jetzt ist dann ganz Schluss. Das ist jetzt, wenn wir jetzt durchgehen in allen Philosophievorlesungen, es sind Vorstellungen, die generiert werden, die mit dem, was jetzt da ist, überhaupt nichts zu tun haben. Es ist wirklich so, 99,99% aller physikalischen Beweise. Ich sage, zeig mir ein Photon. Ja, jetzt, da hast du doch ein Photon. Ich sage, das ist ein Monitor mit kleinen flackernden Lämpchen drauf. Es sind logische Konstrukte, die nur einer tätigen kann, die man das vorher einprogrammiert. Das ist mein Standardbeispiel. Nochmal. Wenn du jetzt, so wie du dir die Vergangenheit ausdenkst, vor 500 Jahren oder 1000 Jahren, wenn ich an ein Glas Wasser hinstelle, das Wissen, das du jetzt einem Menschen, den du dir vor 1000 Jahren denkst, zusprichst, der hat nichts von Atomen, hat er keine Ahnung. Jetzt freue ich dich, ich will wieder Wassermoleküle entdecken. Da gibt es nichts zu entdecken.
Jetzt wird es natürlich noch interessant, dass in den Physikbüchern die Chemiker nicht nur wissen, dass Wasser aus Wassermoleküle besteht, sondern dass ein Wassermolekül aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Sauerstoffatom besteht und das Wasserstoffatom ein Proton, ein Elektron hat, das Sauerstoff ein Proton, 8 Elektronen hat und wie weit die Elektronen von dem Proton weg sind und wie schwer das Proton ist und wie schwer die Elektronen sind und was die noch alles wissen in den Büchern. Und jeder, der dir das erzählt, der erzählt dir eins zu eins das, was er gelernt hat und der kann dir dann auch sagen, wer das gemessen oder wer das entdeckt hat. Ich habe jetzt gestern hier und jetzt ausgedacht, gefragt, wir stellen einfach mal unseren guten, gescheiten Computer, fragen im Internet, wer hat eigentlich gemessen, wie weit der Mond von der Erde weg ist. Dann sind die ersten Antworten, es wird mit Laser gemessen. Mich interessiert nicht, wie man das jetzt angeblich macht, sondern wer das als erster gemessen hat. Und dann sagt dann irgendein gescheiter Professor, gehen Sie wieder, die alten Griechen, der und der Grieche hat das schon in seinen beschrieben, wie er schon geschätzt, wie weit der Mond weg ist, wie er das gemacht hat über Pythagoras. Erkläre ich jetzt nicht. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass ich sage, diese ganzen Beweise, wer hat die Lichtgeschwindigkeit gemessen? Fitzjoe 1849, ganz berühmter Versuch. Da ist natürlich volle Bibelzahlen mit drin, mit dem Zahnrad, mit den 72 Zähne. Was dann Zahnrad, Zahnlücke, Zahnlücke ist 144. Die berühmten 144.000 oder das hebräische Wort Adam in der Bibel sind die 144, dass du dann genau diese Geschwindigkeit ausrechnen kannst. Das wird auswendig gelernt und ich habe zigfach schon gesagt, deine Physikbücher sind Seite vor Seite so ein massiver Fehler. Das ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Die sind so voller Fehler, die jeder 16-Jährige sofort erkennt, wenn ich ihn darauf hinweise. Da gibt es nicht einmal was drüber zu diskutieren. In deiner momentanen Welt weiß das kein Physiker, kein Mathematiker. Ich habe schon vor Jahren angeboten, wenn es einer wissen will, wenn er mir nicht glaubt, soll er kommen. Es waren etliche schon bei mir. Die sind alle geduckten Hauptes wieder abgezogen. Biete ich jeden an, wenn es euch interessiert. Ist sehr, sehr ernüchternd, wenn man merkt, was man für ein Idiot war sein ganzes Leben. Genau diese Demut ist wichtig. Und jetzt gehen wir mal in die Philosophie, da muss ich nicht so viel reden. Jetzt passt mal auf mir. Mir steigen da mal so kleine, das habe ich gerade laufen lassen. Das sind jetzt übrigens ein paar ganz interessante lateinische, das muss ich, weil das spaßig ist, müssen wir uns schnell anschauen. Schaut mal, das ist ein lateinisches Wort. Da lese ich jetzt zuerst einmal, Eva ist hier, wenn wir es Englisch lesen. Ein flexibler Geist ist in der Lage, viele Perspektiven gleich zu sehen. Das sind jetzt erst einmal Buchstaben, wenn ich jetzt da ein bisschen einen Strich reinmache und ich zeige das ein Engländer und er sagt, Eva ist hier. Schau mal. Hinausbringen, die ausgedachte. Wenn deine Eva in dir auftaucht, musst du dir eine ausdenken. Eva steht ja für deine Traumwelt. Das geht übrigens dann noch wesentlich tiefer, wenn wir uns das genauer anschauen. Die Sprachen. Ich führe euch in den Zustand vor Babel. Was ist in Babel passiert? Die Sprachverwirrung. Dass ich euch unterschiedliche Zunge reden lasse, aber die kommen alle aus einer Quelle. Es gibt einen arithmetischen gemeinsamen Nenner, das ist die Vatersprache Gottes. Das ist Holofeeling. Es arbeitet mit allen Sprachen und dann wird übrigens auch, was jetzt nicht nur eine semantische Sprache ist, zum Beispiel die Formen in Physikbüchern. Ist auch eine Sprache, eine Formelsprache, die du eigentlich eins zu eins fast in der hebräischen Tora findest, wenn man das Prinzip kennt. Wenn es einer nicht weiß, dann hat er sowieso keine Ahnung. Ein Unmöglich-Sacher, der schon, wenn ich einen Vortrag anfange und ich fange mit einem Bibelvers an, am liebsten wieder rausgeht, weil religiöses Geschmack, ich höre das sich nicht an. Das ist Arroganz. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ist er bloß ein KI in unserem Traum wie in einem Videospiel. Über die musst du eh keine Gedanken machen. Das sind Schein, Illusionen, Schatten auf der Leinwand. Und ist es ein Geistesfunken, der eine Rolle spielt? Multiplayer-Modus nenne ich das zum Beispiel, symbolisch. Für den gilt es, was ich gesagt habe. Du, Geist, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich mit dem Wissen zu beschäftigen. Das ist ein Akt von Reife. Und in jedem Leben lernst du was anders. Dass du durchaus dich extrem mit Holofeeling beschäftigst und keine Wörter aufhängen kannst und auch keine Ahnung von Physik hast, wo ich sage, das musst du nicht wissen. Dann setze ich aber voraus, dass du die einfachen Sätze verstehst. Das ist jetzt das Gespräch, wo Diana sagt, die hat sich mit uns in Heiko unterhalten und die hat so einen Spaß gehabt, weil er so viel Selbstbewusstsein und Erkenntnis hat, dass er sagt, ich verstehe die Zeichen nicht. Und ich sage immer, Heiko, das ist offensichtlich nicht auf deinem Film, dann ist es nicht nötig. Aber deine Selbstbeobachtungen, wo du magst. Ich kann dir welche bringen, die fächern auf wie die Weltmeister, aber sind vollkommen taub, was die Selbstbeobachtung anbelangt.
Und da muss ich sagen, da liebe ich Liebe in der Selbstbeobachtung, bevor ich aufhöre wie ein Weltmeister. Das bläht nämlich nur wieder das Ego auf, weil du meinst, du wüsstest was, was die anderen nicht wissen. Stimmt oder stimmt? So, jetzt wartet einmal. Jetzt gehen wir mal in die klassische Frage der Philosophie. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wer bin ich? Ich habe mich das schon öfter gefragt. Inwiefern bin ich ich? Bin ich morgen immer noch ich oder ist es dann mein Zukunfts-Ich? Ich weiß nicht. Wir haben uns mit dem Philosophen Markus Gabriel getroffen und auf die Suche nach dem Ich gemacht. Den holen wir uns jetzt dann. Von denen habe ich 5, 6 Vorträge, die interessant wäre, uns ganz anzuhören. Natürlich mit entsprechenden Kommentar. Das Pixelmännchen, das wir uns, die Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, den habe ich vor 2 Jahren schon hier und jetzt gedacht. Immer hier und jetzt. In Fiegenstall gebracht, da hat er einen Bestseller rausgebracht. Die Welt gibt es nicht. Das Buch war damals top aktuell und da habe ich schon gezeigt, was er für ein Schwätzer ist. Er ist ein tiefgläubiger Materialist, er ist bekennender Demokrat, wenn man gleich in lauter solche Stellen. Das Buch, dieser Weltbestseller, dass es die Welt nicht gibt, seine Definition ist hochinteressant. Das schauen wir uns genauer an. Dieses Buch ist übrigens die letzten 2 Jahre hochgeschossen. In der Philosophie-Szene ist er zurzeit weltweiter Überflieger von modernen Philosophen, die Aberglas. Er hat weltweit Auszeichnungen gekriegt für dieses Buch. Er ist so der Überschlaukopf. Es ist der Stephen Hawking der Philosophie. Jetzt das neue Buch ist der neue Bestseller von ihm. Ich bin nicht mein Gehirn. Aber wenn ihr wisst, nur Existenz, ihm gehen so elementare Weisheiten ab, weil er tiefgläubiger Materialist ist. Jetzt hast du mal die 4X, wie ich die beschreibe, sind für jeden nachvollziehbar. Gedanklich, du musst nur mitgehen. Dass wenn ich an meinen Körper denke, ist mein Körper, den ich mir ausdenke, was anders wie ich. Das ist die Ebene blau, wo ich sage, ich Mensch, denke an meinen Körper. Ein Mensch ist kein Körper, das ist keine Persona, sondern ein ganzes Menschenleben, das haben wir so oft schon gesagt. Ein Mensch, das Menschenleben ist eine Geschichte vom Säugling bis zum Greis. Jetzt ganz einfach nochmal zur Erinnerung. Und sobald dieser Mensch an sich selbst denkt, denkt er in der Regel an den aktuellen Körper. Er kann sich natürlich auch als Säugling denken oder als alter Mensch denken, aber es ist immer derselbe Mensch. Das ist das kleine blaue Ich und das große blaue Ich. Also ich denke an mich. Jetzt ist aber, sobald ich das so mache, wer ist dann, wer bin ich? Das heißt, da muss ich einer sein, der sich als Mensch denkt, so wie der Mensch sich als Körper denkt, ist da, ich nenne das jetzt einmal ein ausgedachtes Bewusstsein, ein Bewusstsein, der sich als Mensch denkt. Aber jetzt muss ja ein Geist da sein, der zuerst einmal sagt, ich bin ein Bewusstsein und so weiter. Diese Hierarchie sind wir zigfach schon durchgegangen, gibt es auch schöne Tabellen in den Offenbarungsschriften, aufgeschlüsselt. Die Gedanken werden mit den Oberwellen dazu. Aber jetzt hören wir mal ganz einfach zu, was er sagt. Und ich, soweit es ist, halte ich ihn an. Ihr müsst jetzt sehr aufmerksam sein. Da spricht er sehr einfach. Ich habe dann einen Vortrag, wo über sein Buch Die Welt gibt es nicht, einen Vortrag hält, irgendwie in einen Verein eingeladen. Und der hat ja tausende solche Vorträge gehalten, immer über dieses Buch weltweit, auch auf Englisch habe ich auch welche. Und dann hält er einen Vortrag bei extremen Intellektuellen. Er erzählt praktisch dasselbe, bloß dann intellektuell aufgehübscht. Wenn du da wach bist, merkst du, wie sich dann das Ego aufbläht mit Sprachformulierungen. Und die wesentlichen Sachen, die wirklich wichtig sind, zum Beispiel die Erkenntnis der Unterschied zwischen Sein und Existieren. Er erklärt Existenz. Ich erkläre Existenz ganz einfach, schau in ein Lateinwörterbuch rein. Existere heißt heraustreten oder auftauchen. Und jetzt haben wir natürlich unser El Hayom, unser Gott, das Meer. Das bist du, Geist. Und ich sage, mach dir kein Bild von dir selbst. Das erste Gebot. Mach dir kein Bild von Gott. Aber ich bin doch kein Gott. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Solange du glaubst, du bist ein sterblicher Trockennasenaffe, dann ist es für dich so. Aber du bist ja nicht dieser Trockennasenaffe, den du dir ausdenkst, sondern der, der den in sich selbst erschafft, indem du, Geist, an dich denkst.
Stimmt oder stimmt? An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht doch eine Vorstellung auf. Spür mich doch jetzt. Wobei jetzt die ganze Zeit dein Körper, wo du aufmerksam zugehört hast. Das ist der Erste. Der Erste beschreibt Sachen, die du so. Jedes Kind kann das überprüfen. Du musst nur die Gedankengänge mitgehen. Der Glaube, dass dein Körper auch dann oder dein Gehirn auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst, ist blinder, dogmatischer Glaube. Das ist das, was ich sage, das ist so ein Lügenexperiment. Es ist logisch, aber nicht geistreich. Darum habe ich die letzten paar Selbstgespräche immer wieder darauf hingewiesen, das, was hundertprozentig sicher ist, dass du Geist, wenn du an was nicht denkst oder wenn du was nicht anschaust, existiert es nicht. Was nicht heißt, dass es deswegen nicht da ist. Aber ich erkläre es sichfach, mache ich jetzt nochmal. Wenn man den Unterschied zwischen dem rot geschriebenen Sein, das immer ist, immer, und einer Welle, die auftaucht, nicht versteht, wird all das, was der jetzt spricht, die ganzen Vorträge, seine ganzen Bücher sind schlichtweg Lüge. Jetzt hören wir mal, was er sagt. Aus philosophischer Perspektive bezeichnet das berühmte Wort, das Ich eigentlich, das Zentrum unseres Denkens, das Zentrum unseres Bewusstseins. Das heißt, wenn wir in der Philosophie sagen, das Ich, dann meinen wir dasjenige in uns als Person, was sich zum Beispiel festlegt auf bestimmte Meinungen. Ich bin zum Beispiel... Seht ihr, das ist jetzt die erste Hälfte ist richtig. Das rote Ich, ich sage mal, die Lampe im Projektor, die flackert nicht. Jetzt ist aber, dass wir Bilder erst dann kriegen, wenn wir ein Programm haben. Das muss dieses rote Licht in kleine, sich ständig verändernde Facetten zerhacken, in unserem Videobeamer. Dazu brauchst du das blaue Ich. Ich sage, das rote Ich ist der ganze Computer, der jetzt symbolisch als Zentrum dargestellt ist. Das ist L, das ist Gott. Und jetzt brauchst du irgendetwas, das diesem Gott eine Form gibt. Jetzt ist natürlich der passendes Computerbeispiel, insoweit, dass ich sage, ich brauche ein Programm, dass ich Bilder kriege. Jetzt ist es anzuraten, dass ich sage, wir nehmen dieses rote Ich, 200 Gramm rote Gnede und die Form der Gnede. Was bestimmt, welche Form die Gnede annimmt? Da brauche ich ein Intellekt, das ist das Computerprogramm. Er vermischt jetzt dieses eigentliche Ich, das Bewusstsein, das seine Informationen erlebt, mit dem Programm des, ich nenne das ja Indivisionalbewusstsein. Man muss wissen, dass also hier eine Division ist eine Teilung. Jetzt ist es die I in der Vordersprache, ist die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision. Ein träumender Geist, der schläft ohne zu träumen, ist natürlich jetzt eine Vorstellung. Er selber ist nichts und da ist auch keine Traumwelt da. Es ist ein absolutes Nichts. Jetzt denke ich ja nichts. Das ist symbolisch für kein Kontrast, kein Unterschied, keine Bilder. Okay, in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst, teilst du diesen einen Geist in viele Facetten, die du um dich herum dir ausdenkst. Das sind meine Puzzlestücke. Putzel. Putz heißt ausgestreut, Zell heißt Schatten, ausgestreute Schatten. Das ist jetzt genau die Situation. Wir hören es uns nochmal an. Das sind die, wenn man so spielt, ist ein schönes Kreuzworträtsel. Die sagen, dass ich, dann meinen wir dasjenige in uns als Person, was sich zum Beispiel festlegt auf bestimmte... Das in uns als Person. Person ist eine Maske und hinter der Maske ist ja irgendwas. Und ich sage zuerst einmal, wir haben verschiedene Schichten. Mein berühmtes, für Insider, mein berühmtes Beispiel vom Maskenball. Du bist auf einem Maskenball, es ist Maskenzwang, du kommst mit jemandem ins Gespräch. Jetzt, wenn ich drüber stehe und ich schaue mir an, muss dir klar sein, wenn du Geist bist, wenn du dich jetzt meinetwegen, das sind Märchenmasken und in dir taucht König Drosselbart auf, dass du dich nicht mit der König Drosselbart-Maske unterhältst. Okay? Sondern, normaler Mensch wird sagen, ich unterhalte mich mit der Person, die diese Maske trägt. Jetzt sollte ich aber wissen im Lateinischen, dass Person, Persona heißt auf Lateinisch Maske. Das heißt, ich habe eine Maske, eine Person, die eine Maske trägt. Ich unterhalte mich auch nicht mit der Person, die mir gegenübersteht, die eine Maske aufhat, ist ja auch eine Person, sondern mit dem Menschen, der diesen Körper hat. Aber der Mensch wiederum ist bloß das Programm. Du musst durch mehrere Schichten durch, bis du zu dem eigentlichen Geist gehst, der dich hört. Weil die Person ist eine Maske. Da könnte ich jetzt dazu sagen, das ist das Gehirn, wo du reindenkst. Gedanken, die du dir denkst, können nicht selber denken.
Es gibt keinen einzigen Menschen, den du dir ausdenkst, der anders sein könnte, wie du in dir denkst. Du kannst jetzt an Menschen denken und dir denken, ich weiß nicht, was der denkt. Dann ist er auch so, wie du in dir ausdenkst. Aber es ist jeder Mensch, jetzt rein einmal feinstofflich als Gedanke, eine Schöpfung von dir. Ich denke jetzt an Merkel, ich denke an Schneewittchen, ich denke mir grünes Maßmännchen. Ich denke mir Heinz Rühmann aus, Albert Einstein. Und jeden, den ich mir jetzt denke, bestimme ich, Heinz Rühmann war Schauspieler. Jetzt habe ich natürlich mehr oder weniger Wissen über Heinz Rühmann in meinem persönlichen Wissen. Das ist von Mensch zu Mensch, sehr, von Programm zu Programm sehr unterschiedlich. Der eine kann dir sehr viel über Einstein erzählen, der andere weiß bloß, das ist ein Physiker, war ganz ein Gescheiter. Dem widerspreche ich massiv, das war ein geistloser Schwätzer. Der berühmte Satz, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich hochschaue. Ist ja hundertprozentig sicher bewiesen, dass der trotzdem um ist, auch wenn man nicht beobachten. Das ist die hundertprozentige Genauigkeit einer Naturwissenschaft. Ich sage dir, was hundertprozentig sicher ist, wenn du was nicht anschaust, ist es für dich nicht. Wenn du es nicht denkst, ist es nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Holofeeling ist geistreiches Denken. Und es dreht materialistisches Denken, das vollkommen logisches und damit zwangsläufig geistloses Denken ist, genau um 180 Grad. Jetzt wird es natürlich interessant, dass ich euch immer wieder sage, alles, was ich erschaffen habe, ist wichtig. Ich brauche so einen Wellenberg, ein Wellental, weil ohne das Wellental wird es den Berg nicht geben. Das heißt, Geist ist nichts, wenn keine Geistlosigkeit da ist. Es gibt keine Gescheiten, wenn es keine Dummköpfe gibt. Es gibt nicht einmal eine Gesundheit, wenn es keine Krankheit gibt. Weil die muss eins klar sein, in dem Moment, wo du dich gesund fühlst, wie fühlst du dich, wenn du dich gesund fühlst? Wie fühlen sich gesund gefüllte Zähne an? Die fühlen sich gar nicht an. Du schaffst hin, sagst die, du nicht weh. Gesund ist im Prinzip dasselbe, wenn wir das Bärchen machen, gesund und krank, Stille und Lärm. Die Gesundheit ist die Stille. Ist jetzt schön still. Stille höre ich nicht. Es ist, wenn ich an Stille denke, ist im selben Moment ein Wissen von Lärm, dass ich mir in der Regel woanders hindenke. Oder vorher zeitlich. In dem Moment, wo ich sage, Mensch, geht es mir heute, geht es mir nie wieder gut. Ist im selben Moment ein Wissen, dass mir jetzt fast ein Jahr lang beschissen gegangen ist. Weil wenn es mir nur gut geht, wann denkst du an dein Nie? Heiligkeit ist was ganz, Heiligkeit ist beides gleichzeitig, im Jetzt. Okay, auch das, alles nichts Neues. Wir machen mal unseren Gabriel weiter, zuhören. Bestimmte Meinungen. Ich bin zum Beispiel jemand, der die soziale Rolle eines Universitätsprofessors spielt, der glaubt, dass Bonn nördlich von Koblenz liegt, der glaubt, dass Demokratie besser ist als eine Diktatur und so. Seht ihr das auch? Er ist Philosophieprofessor. Ich habe so oft gesagt, es gibt nicht einen einzigen griechischen Philosophen, jetzt, was dir möglich ist in den geistigen Archiven. Du beschäftigst dich mit Philosophie. Du gehst in deine geistigen Archive, ich nenne das so, es ist nicht, da außen ist überhaupt nichts. Wir halten das zweite Gebot, du gehst ins Internet. Alles, was in dir auftaucht, zu existieren anfängt, fängt hier und jetzt in deinem Kopf zu existieren an. Es muss in deinem Kopf sein, das schreibt dir sogar der Materialismus vor in seiner ganzen Geistlosigkeit. Er nennt es dein Gehirn. Wenn das in dein Gehirn nicht irgendwie dargestellt wird, kannst du das nicht sehen. Stimmt oder stimmt? Das heißt, du gehst an den Computer und wir schauen mal, was haben eigentlich die griechischen Philosophen so geschrieben? Und dann wirst du jetzt erst einmal feststellen, was ich dir gleich sage. Alle großen griechischen Philosophen, Sokrates, Platon, bla bla bla, die wir uns jetzt natürlich nur ausdenken. Ich habe da noch nie einen gesehen, ich habe auch noch nie ein Buch von denen gesehen, sondern ich habe Bücher von solchen Schwätzern, die Bücher schreiben über griechische Philosophen und die haben dann wieder in ihren Büchern Fußnoten von Büchern. Das ist so interessant, wenn du Doktorarbeiten anschaust. Ich habe eine schöne Doktorarbeit über hebräische Kabbalismus wissenschaftlich untersucht. Das sind hier hinten in der Doktorarbeit, glaube ich, 32 Seiten Fußnoten von Büchern, wo er das Wissen her hat. Von den 32 Seiten Büchern, die er aufzählt in dieser Monsterarbeit, wissenschaftliche Arbeit, das ist keine Doktorarbeit, eine wissenschaftliche Arbeit, sind 80% der Bücher vor dem 17. Jahrhundert. Das heißt, die hat er nicht einmal in einer Universitätsbibliothek.
der zitiert Schriften aus dem 14., aus dem 13. Jahrhundert, die er nicht einfach in einer Bibliothek oder im Internet findet, sondern er findet wieder aus dem 18. Jahrhundert Bücher, die auf Bücher verweisen, die auf Bücher verweisen, und es hat alles schön aufgelistet, wo das drinsteht. Habe ich aus das Buch heraus, sage ich dann immer. Das ist ja alles okay, aber die Schwierigkeit ist die Illusion. In dem Moment, wo ich ein Buch lese, ist das Einzige, was da ist, ist ein Fetzen Papier mit Worten drauf. Und was du aus den Worten magst, das ist das große Geheimnis. Im Anfang war das Wort. Was magst du aus dem Wort Krebs? Für dich ist es nur das, was du draus magst. Es gibt welche, für die ist die Merkel eine ganz klasse Frau und für die andere ist es die größte Arschkuh. Und ich garantiere dir, da könnte ich dir jetzt in deinem Traum Tausende, Hunderttausende, Millionen Menschen aufmarschieren lassen, die entweder dieses oder jenes glauben oder gar keine Meinung dazu haben. Und kein einziger hat die Frau jemals in seinem Gesichtsfeld real gesehen. Habe ich aus das Internet heraus, habe ich aus das Buch heraus. Es gibt keine einzige Internetseite, die du mir zeigst, keine Buchseite, die du mir zeigst, wo ich dir nicht tausend Seiten zeige, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder wo was anders behauptet wird. Und jetzt frage ich dich, kleinen Geist, woher nimmst du diese impertinente Arroganz zu glauben, dass genau diese Perspektive, die du nachplapperst, die einzig richtige ist? Ich werde es dir sagen aus deinem Schwamminhalt. Du bist wie eine Maschine, wie ein geistloser Computer, der ein Programm mitbekommen hat, einprogrammiert bekommen hat, ich nenne das Schwamminhalt in den einfachen Erklärungen, dass du dir nicht raussuchen kannst. Wohlgemerkt, keine Schuldzuweisung. Und dieses erste Wissen wird zum Vergleichsmaßstab für jede neue Information, die in dir auftaucht. Das heißt, wenn du irgendeine Erscheinung kritisierst, hast du immer einen einseitigen Vergleichsmaßstab und den konntest du dir nicht raussuchen. Ich habe so oft erwähnt, das Holo-Feeling, das ein Beispiel und das Schwammbeispiel. Wenn hinter deiner Maske, hinter der Person, die du glaubst, nur ein Hauch von Geist ist, und da ist ein Geist, weil sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Egal, wer du zu sein glaubst. Wenn du nur diese zwei Beispiele wirklich verstanden hast, wirst du nicht ein allereinziges Mal mehr, egal wer irgendwas sagt, behaupten, der hat nicht recht. Und deine Meinung, dein Wissen höher stellen. Weil du dir das gar nicht raussuchen konntest. Es erscheint dir nur logisch. Stimmt oder stimmt? Wenn man das oft genug hört, wird es so klar. Und das Irre ist es, Holo-Feeling, wenn ich sage, ist das einzige Glaubenssystem, das in keinster Weise im Widerspruch zu einer anderen Meinung oder zu einem anderen Glauben steht, weil Holo-Feeling allumfassend ist. Holo-Feeling ist die Summe von allen Glauben. Jeder Glaube, egal was einer äußert, ist eine winzige Facette von dem Glauben, den ich Holo-Feeling nenne. Das ist die allumfassende Liebe. Jetzt war, um das nochmal zu sagen, in Bezug auf den Brösel Udo, wenn einer sagt, das ist doch ein Schwätzer, das ist ein Arschloch. Dann drehe ich mich rum und schaue auf meinen Hintern und sage, hey, der hat recht. Ist mir ja nur gar noch nicht richtig aufgefallen, bin ich auch. Und ganz wichtig, ich möchte es nicht vermissen. Hätte ich ein Scheißproblem, wenn ich keins hätte. Das ist die große Kunst, dass das, was du bekämpfst, die Kehrseite deiner Vorstellung von richtig, dass das eigentlich ein Spiegel ist, wo du genau die Seite zu sehen bekommst, wo du aus deiner Richtung nicht hinschauen kannst. Das Ganze hebt jetzt auf eine höhere intellektuelle Ebene. Er ist bekennender Demokrat, um da weiterzumachen. Es gibt keinen großen griechischen Philosophen, der nicht darauf hinweist, dass die Demokratie eine absolute Arschlochkarte ist. Das hast du zur Zeit, jetzt, ist immer jetzt, aber jetzt, zur Zeit in deinem Umfeld. Jetzt stellst du dir vor, du hörst dieses Video, das jetzt aufgenommen wird, in jetzt ausgedachten 30 Jahren. Ist das Schnee von gestern? Es ist trotzdem jetzt. Weil was in dir auftaucht, taucht immer jetzt auf. Und das, was jetzt in dir auftaucht, verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. Demokratie, freie Meinungsäußerung. Ich mache jetzt nicht hier das primitive Schlagwort Verschwörungstheorien. Sind genauso geistlose Hempel. Alles, was in dir auftaucht, ist geistlos. Ich bin ein bekennender Demokrat. Wenn er doch Philosophieprofessor ist, zeig mir einen griechischen Philosophen, der nicht darauf hinweist, allen voran Platon im Staat. In Ich bin du geht es schon ganz im ersten Teil von Ich bin du, bringe ich Beispiele genügend, um dir klarzumachen, wie geistlos dumm Demokratie ist. Mein Krankenhausbeispiel. Die Großfamilie, Vater, Mutter mit 18 Kindern, demokratisch wird abgestimmt. SPD, zeitaktuell will jetzt den Wahnsinn in Deutschland einführen, die ihr in Österreich schon habt.
Wahlberechtigung mit 16 Jahren. Wenn du Erwachsener bist, unterhalte ich mit einem 16-Jährigen. Unheimliche, leicht formbare, geistlose Konsummaschine. Handys über alles. Deshalb. Und jeder 16-Jährige, den ich mit Werbung vollhämmer, mit Handys und Videospielen und all den ganzen Kack, jetzt klingt es negativ. Da muss ich gleich das Nächste einschieben. Wenn du jetzt den Eindruck hast, ich sage immer wieder, wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht erschaffen. Meine ganzen Aussagen sind von mir aus gesehen vollkommen wertfreie Beschreibungen. Ich beschreibe, und ich kann nicht oft genug sagen, wenn ich es nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht erschaffen. Deine Traumwelt ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Und der hat nun mal die Eigenart, dass er voller Fehler ist, die aber ganz bewusst erschaffen wurden, dass du sie erkennst. Und wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch einspielen, dass du merkst, dass die Fehler dich mittlerweile anschreien. Ich sage immer, ich kann dir nur die Nase 2 Zentimeter über die Scheiße halten, wenn du dann immer noch nicht merkst, was stinkt. Wo hast du denn freie Meinungsäußerung? Haben wir eine freie Presse? Ich mache jetzt nicht Verschwörungstheorien, gehe ganz einfach in irgendeiner Zeitung und versuche irgendwas zu veröffentlichen, was deinem Chefredakteur nicht passt. Dessen Brot ich esse, dessen Meinung ich vertrete, dann wirst du arbeitslos sein. Es ist komplett einseitig. Das ist ein Fakt. Und jeder Aussteiger, der aussteigt und die Wahrheit sagt, ist ein Nestbeschmutzer. Und die freie Meinungsäußerung, dieses Gesetz, weißt du, wie viele Aussagen, die du nicht tätigen darfst in Deutschland, wo Gefängnisstrafe draufsteht, weil es der Demokratie nicht passt, du darfst die Meinung des Fürsten, der Demokraten, darfst du äußern, aber nicht deine Meinung. Freie Meinungsäußerung hat, dass jeder seine Meinung äußern darf. Auch ein Hater. Ist nicht, dass ich das gut heiße, aber sobald du anfängst, das einzuschränken, beginnt Diktatur. Das ist übrigens eine Erkenntnis von hier und jetzt ausgedacht und philosophisch schon vor ein paar hundert Jahren. Da hat Platon in Bezug auf Sokrates schon darauf hingewiesen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Gibt es eine schöne Metapher mit einem Schiff, das einen neuen Kapitän braucht und eine Mannschaft. Und dann nimmt er den Staat an und dann fangen alle an, weil sie der Captain werden wollen. Und du wirst feststellen, die am meisten schreien und sich bemühen, dass sie die Posten kriegen. Das sind die Unfähigsten. Und die fähigen Leute, die wirst du befehlen müssen, dass sie es machen, weil einer, der clever ist, haut sich doch nicht selber an Stress rein. Und alle, die sich drum reißen, sind nicht clever. Es sind machtgeile Idioten. Ich traue mir das sagen, mir pingelt keiner ans Bein. Abgerechnet wird am Schluss. Können den Udo Gunwin Kennedy erschießen, oder kreuzigen, wenn ihr wüsstet, wie oft ich schon gestorben bin. Ich ist jetzt nicht das Brösel, das Pickelmännchen, das du dir anschaust. Jetzt ist es natürlich wieder alles Schwätzertum. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du solltest mehr mit dem Herzen zuhören und weniger mit einem extrem verblödeten materialistischen Verstand. So weiter. Das heißt, das Ich ist in uns ein Vermögen, sich festzulegen auf Meinungen. Das ist im Wesentlichen der Kernbegriff des Ichs in der Philosophie. Und das ist jetzt gut. Dass ich in der Lage bin, mich auf einen Standpunkt festzumachen. Das ist deine eigene Entheiligung. Wenn du nämlich heilig bist, nochmal mein Dassenbeispiel, dann ist egal, was einer behauptet. Henkel ist rechts, Henkel ist links. Sagst du, stimmt, hat recht, hat recht, hat recht. Einer behauptet, ein Auto ist ein Benzinschlauch, ein Auto ist eine Zahnkerze, eine Zündkerze, Auto ist ein Kabelstecker, Auto ist ein Zahnrad. Sagst du, stimmt, stimmt, Auto ist ein Rückspiegel, stimmt. Stimmt, aber nur ein bisschen, weil du weißt, was ein Auto ist. Er sagt, es ist ein Vermögen, sich auf einen Standpunkt festzulegen. Philosoph, zur Zeit der Überfliege in der Philosophiegeschichte. Und nochmal, ich mache jetzt den nicht schlecht. Ich beschreibe dir bloß, was der normale Mensch, der an seinen Lippen hängt, gar nicht mitkriegt. Philosophie. Ich bin also die Gesamtheit meiner Gedanken, Gefühle, das klingt schon besser. Meiner Meinungen. Aber was, wenn ich etwa meine, dass es nur mein Ich gibt? Und das meine ich vielleicht nicht mal. Jetzt merkt ihr, all das, das Gesetz des Solipsismus, da können wir jetzt dann ganz, machen wir gleich einen kleinen Sprung. Schauen wir uns den nochmal an. Bin ich das einzige denkende Subjekt, das einzige wissende Ich? Im heutigen Video möchte ich mit euch über den Solipsismus... Jetzt passt auf, Subjekt, Sub ist die Grundlage. Objekt ist das Aufgeworfene. Jetzt die Wörter nicht, können wir jetzt... Hochinteressant, was die wirklich in Lateinischen heißen. Ein Subjekt und ein Objekt ist These und Antithese. Ein ausgedachtes Subjekt ist zwangsläufig auch ein Objekt, nämlich von dem, der sich das Subjekt ausdenkt. Da scheitert die Frage des Solipsismus.
bin ich das einzige Subjekt, der dieses Ich sagt, bezieht sein Ich voll materialistisch in Bezug auf sich, auf den Menschen, der er zu sein glaubt. Und dann wäre es wohl wahnsinnig zu behaupten, es gibt bloß mein Programm und die anderen Programme gibt es nicht. Aber da ist ein höheres Ich drüber, das rote Ich, das sich die ganzen blauen Ich-Deppen ausdenkt. Und sobald du dir dieses rote Ich denkst, das schon nicht mehr denkbar ist, immer dran denken. Was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist du nicht. Von dem wissen die nichts. Und selbst da gibt es nochmal einen drüber, den JCH. Aber das haben wir richtig schön erklärt, dann wo es tiefer geht. Gipsismus sprechen. In meinem Video zur Erkenntnistheorie habe ich darüber gesprochen, dass wir nichts sicher wissen können. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann schaut am besten... Das ist die nächste Blödsinn. Du kannst hundertprozentig sicher wissen, wenn du Holofeeling hast. Hundertprozentig sicher ist das, dass das, was du jetzt zu sehen bekommst, existiert. Jetzt ist wichtig, ich rede nicht von den Geist und nicht von denen, der erschaut. Dass du Geist wirst mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert. Alle diese Informationen, die du zu sehen bekommst, sind deine Gedankenwellen. Und jetzt mache ich ganz bewusst den ersten Schritt. Wir Geist ist nur einer, denken uns, als ein träumenden Geist. Das haben wir alles immer wieder durchgekaut. Der ist jetzt natürlich was Ausgedachtes, aber mit dem Schritt kannst du zuerst einmal erkennen, dass ein träumender Geist keine Freiheit hat. Er kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Alles, was er träumt, ist immer nur, wenn er es träumt. Das heißt, etwas Ausgedachte kann sich nicht raussuchen, dass der träumende Geist sich das so ausdenkt. Also die ausgedachten Dinge haben sowieso keine Freiheit. Ob jetzt der Donald Trump anders sein kann, wie du ihn dir ausdenkst in deinem Traum, die Frage stellt sich gar nicht, weil der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Du denkst ihn dir wiederum so aus, wie du das aufgeschnappt hast im Internet, in der Zeitungen. Das heißt, sag mir, welche Zeitungen du liest, welche Internetseiten du dir anschaust und ich sag dir, welche Welt du dir ausdenkst und was du glaubst. Aber egal, welche Seiten du nimmst, ich zeige dir 1000 Seiten, wo zum selben Thema das Gegenteil behauptet wird. Auch in Bezug ist die Erde der Kugel, ist die Erde der Scheibe. Und ERD ist ja erwecktes Wissen mit der Vordersprache. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, Subjekt, Objekt, diese Antithese hat eine Synthese. Das ist ja bei Hegel, ist das schon zum Nachschauen. Und da scheitert die Solipsismusfrage. Hören wir mal weiter. Nochmal rein. Wir können zwar sagen, dass wir gerade das Sehen eines Baumes erleben, wir könnten aber nie mit Sicherheit sagen, dass dieser Baum objektiv wirklich existiert. Doch, in dem Moment, wo ich an Baum denke, ist der Baum, den ich denke, existiert der Baum. Und in dem Moment, wo ich in mein Gesichtsfeld einen sinnlich wahrgenommenen Baum wahrnehme, existiert dieser Baum. Und wenn ich ihn nicht mehr denke und nicht mehr anschaue, ist er weg. Und in dem Moment, wo du eine Flasche vor dir stehen hast, in einer gewissen Entfernung, ist die real, wenn sie in deinem Gesichtsfeld, materiell, eine materielle Erscheinung. Und in dem Moment, wo dein Geist eine Verbindung zwischen seinem Ich und dieser Erscheinung herstellt, empfindest du Gewicht. G-W-I-C-H-T. Das habe ich da gestern gezeigt, hier und jetzt gedacht. Und dann ist dieses Gewicht. Und wenn es dich friert, friert es dich. Alles, was jetzt von dir wahrgenommen existiert. Und in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst, nicht mehr spürst, existiert es nicht mehr. Aber jetzt kommt der Witz, es ist trotzdem noch da. Aber auf einer tieferen Ebene. Das ist das longitudinale Denken des Materialismus, wird in die Transversale, in die Anoki gekehrt. Erkläre ich nicht, ist alles zigfach erklärt in den Vorträgen vorher. Einfach nur, ich sage immer, was das Schöne ein, die Fiegen, die zwei Fiegensteuern Bleinfeld. Sehr kompakt und viele hunderte einzelne, was kann ich, so 100 einzelne Selbstgespräche drin sind. Und wir reden hier nur von Fakten. Der erste erzählt ja das, was jedes Kind sofort überprüfen kann. Das heißt, im ersten Selbstgespräch erkläre ich die Geschichte, dass zum Beispiel im Hinduismus, in den Upanishaden gibt es eine Stelle, interessanter Name Upanishaden, gibt es eine Stelle, wo hier erklärt wird, hinduistisch, dass eigentlich nur einen einzigen Glauben gibt, der noch geistloser ist wie der Materialismus. Materialismus ist fast das Geistloseste, was es gibt. Was noch geistloser ist, ist der Buddhismus. Das wird jetzt einige schocken. Es steht da wirklich in meinen Upanishaden. Jetzt machen wir uns mal Gedanken. Der Materialist ist ein Depp, weil er als Materialist felsenfest davon überzeugt ist,
ich sage jetzt einmal, wir denken uns ein Motorrad oder wir schauen ein Motorrad an. Und jetzt denken wir nicht mehr an das Motorrad oder wir schauen woanders hin. Und im Materialismus ist jetzt der felsenfeste Glaube, der ist hundertprozentig sicher, dass dieser Gedanke, den du gedacht hast, diese Information, dass die auch dann existiert, wenn du sie nicht mehr denkst. Ich könnte jetzt einfach sagen, wir denken jetzt einen Gedanken, in dem Moment existiert der Gedanke, zum Beispiel der Eiffelturm, jetzt habe ich nur feinstofflich in meinem Kopf, und wenn ich nicht mehr an den Eiffelturm denke, ist er weg. Und der Materialismus ist deshalb geistlos, weil er felsenfest davon überzeugt ist, dass diese Gedankenwelt auch dann existiert, wenn sie nicht aufgeworfen wird. Und wir können uns jetzt an Hitler ausdenken in die Vergangenheit. Und wenn ich jetzt hier erst 20 Jahre alt bin, mit materialistischem Glauben, zwingt mich dieser Glaube zu glauben, dass die Gedankenwelt an Hitler, die ich jetzt denke, dass die schon existiert hat, bevor ich sie gedacht habe. Nimm das Beispiel mit der Gedankenwelt. Das ist geistlos. Verstehst du? Zu glauben, dass etwas da ist, obwohl es eben nicht da ist. Wenn du es denkst, ist es natürlich wieder da. Also das ist blinder Glaube, darum ist der geistlos. Geist ist nicht blind. Aber was noch dümmer ist, ist der Buddhismus. Der Buddhismus, der behauptet, dass das, was er sieht, nicht ist. Das heißt, ich bin schon blöd, wenn ich glaube, dass etwas existiert, obwohl ich es nicht sehe. Natürlich, wenn ich dann wieder drüber nachdenke, ist es natürlich wieder. Aber wenn ich was sehe und ich behaupte, das ist ja gar nicht, das ist ja noch blöder. Ich sage jetzt mit Holo-Feeling, wenn du ein träumender Geist bist, du bist der Computer und du hast ein Programm mit Daten. Das ist ein Kontinuum, an das war dir nie gedacht. Okay? Und aus diesen Daten werden jetzt einzelne Bilder, das sind Gedanken, werden entfaltet. Immer jetzt. Existieren tut nur das, was auf dem Bildschirm ist. Das kann jetzt in deinem Gesichtsfeld sein, dann ist es real. Und jetzt kommt die genaue Definition von Realität. Der Realismus schauen wir uns das einmal an. Wir bleiben nur in die Wörterbücher. Schau dir das einmal an. Die Bedeutung Realität ist Wirklichkeit. Realität hat mit einem wirkenden Licht überhaupt nichts zu tun. Wenn, dann ist es eine Wahrheit, eine Wahrnehmungseinheit. Aber schauen wir mal die Definition von modernen Materialisten an. Da heißt es, die objektive Realität, das außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein existierende, die materielle Welt. Also pass auf. Außerhalb und unabhängig vom Bewusstsein, wenn du ein träumender Geist bist, außerhalb existiert sowieso nichts, es ist halb außen. Es ist halb außen, weil dein Wellenberg auftaucht und dann kriegst du dein Dahl. Jetzt in meiner Metapher, wie ich das erkläre. Man kann das genauer erklären, dann müssen wir tiefer in die Sprache, in die Zahlen, in das Programm, in die Matrix reingehen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich einen Wellenberg aufschmeiße, kriege ich ein Wellendahl. Da ist was halb außen und halb innen und jetzt bin ich eigentlich immer die Mitte. Und jetzt ist die objektive Realität, ein Objekt ist immer wieder was, was ich anschaue, was existiert. Objekte, die ich anschaue, existieren. Zu behaupten, dass es Objekte gibt, wenn keiner da ist, der die aufwirft, der die anschaut, das ist wahrlich geistlos. Jetzt sind wir wieder beim Materialismus. Okay, unabhängig vom Bewusstsein. Bewusstsein ist ein träumender Geist. Und wenn ein träumender Geist was nicht träumt, ist es nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Aber da außen existierend, ohne dass es einer anschaut, das als hundertprozentig sicher anzusehen ist, ich sage, da gehst du jetzt einmal in den Arithmetikunterricht und Max, lass dir klar machen, was 100% Sicherheit bedeutet. Hundertprozentig sicher ist, wenn ich an was nicht denke, dass es da nicht ist. Und nicht hundertprozentig sicher, dass ich an was nicht denke und es trotzdem da ist, obwohl ich nicht dran denke und es nicht anschaue. Um was zu überprüfen, muss ich es zumindest denken oder anschauen. Aber was jetzt passiert mit Materialismus, dass die auf einen Monitor glotzen und sehen Photone im Flug mit ein paar hunderttausend Kilometer, wenn das Ding so am Monitor von links nach rechts fliegt. Und dann sieht er noch, dass das Ding jetzt durch Luft fliegt und es unten durch Harz fliegt. Sind das nicht alles logische Illusionen, die er aufbaut mit Wissen? Das ist doch nicht das, was de facto jetzt wirklich hier und jetzt überprüfbar als Tatsache überprüfbar da ist. Und du wirst jetzt plötzlich merken, wenn du mal diese Präzision ansteuerst. Ich definiere Realität neu. Realität ist alles, was du sinnlich wahrnimmst. Jetzt ist eine sinnliche Wahrnehmung
genauso eine Information, wie wenn du bloß was denkst, weil jede sinnliche Wahrnehmung von dir erst wahrgenommen wird, wenn per materialistischer Täuschung, das in deinem Gehirn irgendwie in Erscheinung tritt. Dass du jetzt den Udo in einer gewissen Entfernung vor dir sitzen siehst, ist nötig, Materialist, dass da Schallwellen aus meinem Mund zu deinem Ohr hinfliegen, dann hörst du mich, dass da Lichtwellen reflektiert werden, die zum Auge hingehen und erst wenn das in dir drin ist, in deinem Gehirn, siehst du und hörst du mich. Das muss in dir drin sein, sonst kannst du mich gar nicht sehen. Das, was dir der Materialismus vorgaukelt, was von außen kommt, ist ein Bruch des zweiten Gebotes und darum werden die alle draufgehen. Kenne ich keine Gnade. Jetzt ist natürlich das Schöne, von was rede ich jetzt? Ich rede von Materialisten. Was sind Materialisten eigentlich? Das sind jetzt Gedanken, die ich mir ausdenke. Ich brauche ja Deppen, um dir zu erklären, was geistreiche Geister sind. Aber ein Materialist ist schon weg, wenn ich ihn einmal denke. Also der wird nicht irgendwann in der Zukunft vernichtet und er wird dann nicht gequält, weil ein Materialist, den ich mir jetzt ausdenke, ein Gedanke von mir ist. Und da ich sage, das ist ein geistloser Sümpel. Alles, was keinen Geist nicht hat, kann auch nichts spüren. Das heißt, ob ich jetzt auf den Computer draufschlage mit einem Hammer oder auf dem Redo draufhaue, den ich mir ausdenke, der Computer spielt genauso wenig oder genauso viel wie der Redo. Wenn es einer spüren kann, ist es immer nur der Geist, der träumt. Stimmt oder stimmt? Schon ein paar Mal gesagt, nur der Geist, der träumt, erlebt den Traum. Das heißt, wenn den, in dir da das Kreuz weh tut, dann sagst du, mein Kreuz tut mir weh. Ich habe Zahnschmerzen. Das Ich, das behauptet, die Schmerzen zu haben, da ist ein rudimentäres Bewusstsein vom eigenen Geist da. Aber sobald der Materialist sich ein, meint der Zahn tut weh oder das Rücken tut weh, der kann nichts spüren, die da. Du spürst es. Stimmt oder stimmt? Gut. Jetzt ist also hier, merkst du schon, bloß in dem Satz ist eine Verkehrung von Wörtern, die da stehen, die schlichtweg einfach alles nur Verdrehungen und Lügen sind. Realität kommt von Res. Das ist dinglich, sachlich, wirklich. Darum sage ich, alles, was du sinnlich wahrnimmst, ist Realität. Aber für diese Realität, die von dir erst gesehen wird, wenn sie in deinem Gehirn irgendwie dargestellt wird, gilt dasselbe wie für feinstoffliche Gedanken. Sie kommen aus dir, wenn du träumst, weil wenn du träumst, wirst du ja mit einer Realität konfrontiert, die nur in deinem Kopf ist. Aber da du nicht weißt, dass du träumst, ist es für dich vollkommen real. Wir könnten versuchen, den Baum mit allen möglichen Sinnen wahrzunehmen, aber dies findet alles im Gehirn statt und nicht einmal dessen können wir uns sicher sein. Es kann auch alles völlig anders funktionieren. Das ist so ein Riesenwischiwaschi. Also da ist es, was ich gerade gesagt habe, selbst der Materialismus schreibt dir vor, es muss im Gehirn drin sein, ob da was von außen kommt, wäre möglich. Können wir nicht überprüfen. Außer mit solchen Experimenten wie mit die Photonie oder was, das ist eher alles geistloser Schwachsinn. Und das ist natürlich, wo ihr so oft schon gehört habt von mir, es stellt sich keiner die Frage, wer ist es, der sich das anschaut, was im Gehirn drin ist? Schaut sich das Gehirn selber an? Wer ist es, der das erlebt? Genau der. Das ist der, der mir jetzt zuhört. Und nur der interessiert mich. Das heißt, das, was die Naturwissenschaft nicht interessiert, interessiert mich. Und was die Naturwissenschaft interessiert, unterliegt einem ständigen Wechsel. Zu allen Zeiten, die du dir hier und jetzt ausdenkst, hat die was anderes gelehrt. Und immer die bestehenden, hundertprozentig bewiesenen Fakten, die Scheibenwelt, was auch immer, die Hexen, egal was, ist in der nächsten Generation anders gesehen worden. Das heißt, dieses heliozentrische Weltbild, das du dir ausdenkst, das hält in der Zeitgeschichte der Menschheit nicht einmal so lang wie die Scheibe. Es sind Dogmen, es sind einfach nur gelehrte Dogmen. Politik sind Dogmen, Religion sind Dogmen. Der Gott heißt Geld. Kritisiere ich jetzt übrigens nicht, habe ich genauso erschaffen. So viel Geistlosigkeit von den Lieden, die dir vorpredigen, setzen wir setzen auf Wachstum und im selben Moment glauben sie immer noch an eine Erdkugel mit begrenzten Ressourcen. Du wirst Fehler über Fehler finden. Und dumm sind nicht die, die du dir ausdenkst, sondern du selbst, weil du das alles schluckst, weil du es nie in Frage gestellt hast. Die Begründung ist es doch logisch. Die eigene Logik in Frage stellen, die übrigens nicht einmal deine Logik ist, das ist was Gegebenes. Das konntest du dir nicht raussuchen. Was man aber wissen kann, ist, dass man ist. Die eigene Jetzt kommt Descartes. Ich denke, also bin ich. Dieses Ich, das denkt, ist was Ausgedachtes. Du musst dir die Frage stellen, wer ist das, der jetzt denkt, ich denke, also bin ich.
Weil das Ich, das denkt, ist etwas, was ich jetzt vor mich hinstelle. Und dann übrigens bei Descartes, ich habe immer Michael die Meditationen gelesen, also den Original Descartes, wo er dann seine Selbstanalysen in der Selbstbeobachtung macht, er muss irgendeine neue Grundlage finden, heißt es, weil zum Beispiel der Optik, den sinnlichen Wahrnehmungen kann man ja nicht trauen, es gibt ja optische Täuschungen. Das Erste, was du lernen musst, es gibt nichts, absolut nichts, was in dir in Erscheinung treten kann. Ob jetzt das nur feinstofflich ein Gedanke ist, ein Hauch von einer Idee, die in dir auftaucht, oder eine vollkommen reale, sinnlich wahrgenommene Erscheinung. Es gibt nichts, was lügt. Es ist nichts präsenter wie das, was du zu sehen bekommst. Das schockiert im ersten Moment. Ich habe schon zigfach gesagt, eine Zeitung, die in dir auftaucht, in deinem Gesichtsfeld, kann nicht lügen. Es ist einfach nur ein Fetzen Papier mit Farbspritzer drauf, was du Buchstaben nennst. Ein Nachrichtensprecher ist einfach nur flackernde Pixellämpchen mit einem Lautsprecher, der hin und her schwingt. Du hast eine Illusion eines Trockennasenaffen in Form von Farbunterschieden von Lämpchen und du hast einen Lautsprecher, der schwingt und Geräusche von sich gibt. Das ist das, was ist. Das, was lügt, das ist dein eigener Glaube, wenn du anfängst, aus diesen Worten, egal ob die optisch als Farbspritzer von dir gesehen werden oder als Geräusche, wenn du anfängst, aus diesen Worten, im Anfang war das Wort Vorstellungen zu machen, und zwar sehr, sehr subjektive Vorstellungen, voll geprägt von deinem Schwamminhalt, und diese Vorstellungen, die du nur aus Worten aufbaust, um dich rum in Raum und Zeit verstreust und dir dabei einredest, dass du mit dem Zeug, das du dir jetzt ausdenkst, überhaupt nichts zu tun hast und dass das schon da draußen war, bevor du es gedacht hast und auch dann da draußen ist, wenn du es nicht mehr denkst. Und das als hundertprozentig sicher anlegst. Das ist die Lüge des Jahrhunderts. Das ist die Selbstlüge. Und das ist die Quelle von Leid. Und wenn jetzt in deinem Gesichtsfeld einer auftaucht, wenn jetzt hier die Elisabeth reinkommt, und du hast vorher nicht, wo war jetzt die ganze Zeit die Elisabeth? Die Elisabeth war vollkommen weg. Das war jetzt ein Wort. Und sofort ist es da. Du kannst jetzt zum Beispiel ganz spontan an den denken, der jetzt vom Computer sitzt und sich das Video anhört. Jetzt denk an die Beine von dem, der du zu sein glaubst. Wackeln mit den Zehen, haben wir in Selbstgesprächen tausendmal durchgeführt. Und du wirst feststellen, sobald ich jetzt lang mit deinem Finger an die Nasenspitze. Sobald ich Finger sage, denkst du an den Finger und dann gehst du an die Nasenspitze. Wo war der Finger die ganze Zeit und die Nasenspitze die ganze Zeit? Es war hundertprozentig sicher ein nicht gedachter Gedanke, eine nicht aufgetauchte Information. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Und dann wirst du feststellen, was du durch Beschwörungen A und B in dir verwirklichst. Das ist die Quelle von Leid. Und jetzt ist es das Schöne, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass das ganze Leid der Welt nur dein Leid ist, wenn du mitleidest. Wenn wir jetzt nach Syrien schauen, ist es nicht schlimm? Ja, wie schaust du nach Syrien? Wie ich immer so schön sage, ich habe es doch mit eigenen Augen in der Bildzeitung gesehen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, ich habe es doch mit eigenen Augen im Fernsehen gesehen. In der Welt leben alle Menschen, die ihr euch ausdenkt, weil diese Menschen, die ihr euch ausdenkt, je nachdem, welchen Glauben du zurzeit hast, du der Prototyp bist für diese Menschen. Das heißt, in einem Traum hast du als träumender Geist ein Konstruktprogramm und die Naturgesetze, die du glaubst, diese Naturgesetze gelten für alle Figuren, die ja nur Schatten sind auf der Leinwand, KIs wie in einem Videospiel, gelten für alle Figuren, die du dir ausdenkst. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass der Udo jetzt so eine quäksige Stimme hat, den du dir jetzt ausdenkst, wenn in deinem Glaubensprogramm nicht drin wäre, dass wenn einer bis zur Erschöpfung redet, dass denen irgendwann einmal die Luft ausgeht. Wenn ich in deinem Traum mich inkarniere, gelten deine Gesetze für mich. Das ist der Preis, den ich zu bezahlen habe, um dich rauszuholen aus deinem Schlaf. Sie meinen Akt von Liebe. Aber die wird er noch lernen. Existenz ist unzweifelbar. Auch Descartes gelangte zu diesem Punkt, indem er sagte, cogito ergo sum.
Da machen wir mal ganz kurz den Cogito Ergo Sum. Ich denke, also bin ich. Ich muss jetzt das sagen, wenn wir in die Sprache reingehen. Holofeeling ist ein Übersystem. Wir gehen hier auf Lautwesen, die Schöpfungsenergien sind. Das ist eine vollkommen neue Physik. Das ist aber keine Esoterik, keine Religion und auch keine geistlose Naturwissenschaft, sondern wirkliche göttliche Schöpfungsphysik. Du wirst an Gott, wenn du das beherrschst. Du wirst ich. Und jetzt ist es so, dass das mir jetzt heißt, ich arbeite mit extremen Vereinfachungen. Das heißt, wenn wir jetzt Wörter auffächern zum Beispiel, Sprache, habe ich schon darauf hingewiesen. Wir lassen zuerst einmal alles, was unnötige Grammatik ist, weg. Es geht nur, ich sage immer wieder, alles, was ist, ist sowieso bloß jetzt. Das heißt, in der deutschen Sprache, die Grammatik, was du plötzlich feststellen, die hat natürlich ihren Sinn, dass du etwas, was du jetzt denkst, dir zeitlich woanders hindenken kannst. Ich spreche jetzt zu dir, ich habe gestern zu dir gesprochen, ich werde morgen zu dir sprechen. Wenn ich zu dir spreche, spreche ich jetzt zu dir. Stimmt oder stimmt? Und durch die Grammatik kann ich den jetzt gedachten Gedanken in ein Zeitfenster nach vorne und nach hinten verschieben, obwohl das trotzdem immer hier ist. Da kommen wir dann übrigens bei den Physikern mit ihrer Quantenverschränkung, wenn wir uns das anschauen, dass da auf den Planeten was gemacht wird, was auf einem anderen Planeten dann was auswirkt. Ich sage, die sind nicht auseinander, die sind immer jetzt. Schau Bleinfeld an, mein altes Ding, ich kann mir jetzt hier Zürich ausdenken und Wien ausdenken. Das Wien und das Zürich, das ich mir ausdenke, ist hier. Und alles passiert jetzt, wenn der Redo um 9 Uhr losfliegt in Zürich und um 11 Uhr bei der Diana ankommt, dann fliegt er in meinem Kopf jetzt los und kommt jetzt an. Raumzeitfenster. Weiß die Physik nichts. Cogito ergo sum sieht folgendermaßen aus. Gehen wir ganz kurz in die Ohrenbohrungen rein. Schaut mal jetzt. Fakt ist, dass es jetzt etwas gibt. Das ist ein Selbstgespräch. Das Ich bin du zwei, das ist das erste Selbstgespräch. Hochinteressant, noch schwarz-weiß, wird alles angesprochen, was wichtig ist. Zumindest gibt es jetzt mich als Denker und wahrnehmenden Geist, weil ich denke mir jetzt mich als Denker aus und ich denke mich als wahrnehmenden Geist aus, was natürlich auch bloß ein Gedanke ist. Denn ich denke jetzt und ich nehme jetzt etwas wahr. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Das lateinische Wort cogito ist die Kurzform von coagito, was genau genommen gar nicht denken heißt, auch wenn es meist so übersetzt wird. Denken ist mens. Mens oder ment. Diese Unterformen. Cogito heißt wirklich urlateinisch übersetzt zusammengefasste Bewegung im Geist. Das nämlich kommt von agitatio und das heißt bewegen, schwingen, wogen, geistige Regsamkeit. Das sind die Gedankenwellen. Du kommst an die Gedankenwellen. Weil es mir übrigens gerade hier in den Sinn kommt. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man das einmal tiefer schaut. Es reicht oft nicht, wenn man nur in ein Wörterbuch reinschaut. Wir können hier nämlich zum Beispiel unser Universum, wo ich jetzt zigfach schon gesagt habe, das kommt ja hier schon mal. Der Verso, Verso, Universo, das wird ja übersetzt, das in eins gekehrte. Uni ist das eine und Verso heißt das in eins gekehrte. Wie unendlich dumm muss eigentlich einer sein, der glaubt, das Universum ist irgendwas außen von ihm und er hat nichts damit zu tun. Der Geist, der immer ist, der die Zentrale für alles ist, der mit seinen Experimenten etwas aus sich herausdenkt, um sich herum verstreut, mendior, seine eigenen Lügen, wenn er vergessen hat, dass er eigentlich sich das ja ausdenkt. Wenn ich mir jetzt ein grünes Marsmännchen auf dem Mars hochdenke, mit materialistischer Logik, wird jeder Logiker sagen, das kann ich machen, aber das grüne Marsmännchen ist jetzt bloß auf dem Mars, weil ich mir das auf dem Mars drauf denke. Der Mars ist natürlich auch da oben, wenn ich nicht dran denke. Ist logisch, ne? Du wirst irgendwann merken, Logik ist so geistloses Müssen. Und jetzt ist es Uni, rot geschrieben, ist ein verbundenseiender Gott. Das ist der Gott, der schläft, ohne zu träumen. Und sobald er hier etwas aus sich heraus, eine Gedankenwelle aufschmeißt, herausrollen lässt, schau mal, das ist Verso, Versi, die ganzen Unterformen, heißt sich hin und her drehen, wälzen, ständig hin und her werfen, sich umdrehen, kreisen. Das Wolfere, das Volumen, der Raum ist nichts anderes. Das ist kein, es gibt außerhalb von dir keinen dreidimensionalen Raum. Es gibt kein Universum, eine unendlich ausgedehnte dreidimensionale Weide ist rein eine Vorstellung, die du um dich herum bei Experiment ausdenkst, was auch zugegebenermaßen vollkommen real erscheint. Da setzt der Udo wieder, der in einer gewissen Entfernung vor dir in dem Raum zu sitzen scheint.
muss, dass du ihn siehst, in deinem Gehirn drin sein, dass du ihn sehen kannst. Schreib dir sogar der Materialismus vor. Jetzt ist aber das Problem, wir werden uns jetzt dann, um mein Stimmchen zu schonen, eine Cyberspace-Brille, eine VR-Brille aufsetzen, die besteht aus zwei flachen Bildern. Ich mache immer unsere Ecke. Ich strecke eine Ecke. In jedem Vortrag bringe ich immer SDR-Ecke. Ich nehme eine Ecke, ich SDR-Ecke, ich strecke die Ecke und dann kriege ich einen SD-Ecken. Und dann nehme ich den SD-Ecken, den Stecken und denke mir an den Stecken eine Seite. Und jetzt nehme ich die Seite, kann ich mit A und I schreiben, wird gleich ausgesprochen, nehme ich die Seite in der Mitte und mache aus der Seite an dem SD-Ecken eine Ecke. Und dann wird der SD-Ecken da stecken zu einem Bogen. Merkt ihr, ihr habt jetzt Vorstellungen gehabt, dass natürlich die Sprache nichts mit den Bildern zu tun hat, weil das, ja, da außen ist ja eine Welt, da ist der Stecken, der Bogen und das sind rein aus unartikulierten Tierlauten, ist rein zufällig die Sprache entstanden. Ist für einen Materialisten logisch, weil der sowieso bloß logisch ist. Maschine ist logisch. Nee, ist Physik. Es ist genau die Physik. Wenn wir uns ein Computerspiel anschauen, das aus einem reinen arithmetischen Strukturprogramm aus Zahlen. Ich erzähle euch jetzt etwas. Arrangement von Pixelbildern erschafft. Wenn du ein fotorealistisches Bild siehst oder jetzt die 3D-Brille aufhast, die sogar dreidimensional ist, obwohl hier außen nichts ist, vor deinem Gesicht ist nichts. Es ist in dir. Und jetzt schauen wir uns einmal medizinisch das Auge an. Ich habe das zigfach schon gesagt. Da gibt es Stäbchen und Zäpfchen. Ich springe jetzt ein bisschen. Jetzt lasst euch einmal überraschen. Ein Mensch kann das eh nicht wissen. Ihr wisst, ich habe so oft gesagt, jedes Wort, das du mir gibst, mache ich außen stegreif, ohne ein Buch anzufassen, ein 400-Seiten-Buch. Das verzweige ich und iteriere ich in Sprachen und dann kriegst du die komplette Erklärung, die in dem Wort drin ist. Wir haben also Zapfen im Auge. Wir haben auch noch Stäbchen, die sind fürs Schwarz-Weiß-Sehen. Und jetzt schau dir das einmal an. Haben wir schon mal angeschaut oder machen wir nochmal kurz. Diese Zapfen entsprechen, es gibt also hier S-Blau-Rezeptoren, M-Typ-Grün-Rezeptor, L-Typ-Rot-Rezeptor. Den Monitor, den du anschaust, den du jetzt eventuell vor dir hast, oder hier sieht man das nicht so, weil das iteriert wird, besteht aus einer aktiven Farbmischung. Das heißt, wenn ich hier jetzt an meinem Monitor mit einer Lupe hingehe, werde ich feststellen, dass das lauter grüne, rote und blaue Pünktchen sind. Wenn du das vergrößerst, wenn wir einen ganz weißen Bildschirm haben, da ist keine einzige weiße Lampe, die leuchtet, sondern diese winzigen roten, grünen und blauen Lämpchen geben dann das Weiß. Das nennt man eine aktive Farbmischung. Okay? Interessant ist, dass jetzt die Rezeptoren in deinem Auge, auf der Retina hinten, genauso aufgebaut ist wie der Monitor. Darum sagt man immer, die Natur ist der beste Ingenieur. Wir haben da außen eine Welt, die Naturwissenschaftler haben das erforscht und weil man das im Auge entdeckt hat, du wirst feststellen, wenn ich diese in der Metzgerei Auge gibt, da gibt es nichts zu entdecken. Man hat es ja unter das Mikroskop gelegt. Jetzt ist es ja so, jetzt brauchen wir die Vordersprache, der S-Typ. S steht blau geschrieben, wir schauen uns das ja, denken uns das aus. S steht, das ist übrigens Short, S steht für Raumzeit. Der raumzeitliche Typ ist der Blaurezeptor. Das hebräische Wort blau ist Kafkol und das heißt das Weltliche. Haben wir alles schon. Dann haben wir den M-Typ. M steht für Gestaltwerdung, ist grün. Grün, Irak, ist Ausspucken, Aufblühen. Der L-Typ steht für Licht, ist rot. Rot ist Adam. Und jetzt musst du nur Folgendes machen. Die Naturwissenschaft erklärt dir, da kommt von außen Licht rein auf diese Rezeptoren und die gehen jetzt, geben Signale und das geht dann, wird weitergeleitet in Thalamus im Gehirn. Das heißt Schlafzimmer. Und ich sage jetzt, du bist ein träumender Geist, dein Gehirn ist praktisch der Computer und gibt die Signale vorne auf die Cyberspace-Brille und jetzt hast du dein 3D-Bild vor dir. Nur gespiegelt. Bist dabei, Dieter? Das Außen gibt es gar nicht, das ist nur hier. Dieses Ganze mit Licht, meine schöne Sache mit der roten Rose. Es gibt nichts, was du mir in einem Physikbuch zeigst, wo ich dir eine gespiegelt erkläre, viel geistreich in einem Gesamtkontext und nicht nur aufbauend auf Vermutungswissen. Wenn sie Photone fliegen lassen, zeig mir ein Photon, zeig mir Wassermoleküle. Da gibt es nichts zu sehen, Atome. Es sind Vorstellungen, die nur einer sich vorstellen kann, wenn er das Wissen vorher hat. Vorher meine ich nicht zeitlich, sondern hierarchisch. Weil interessant ist, vor kann ich beziehen auf die Vergangenheit und eine Vorstellung. In einer Hierarchie. Okay?
Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr interessant, wenn dann das bewusst wird, dass ich mir das umdrehe, dass ich sage, Holo-Feeling ist ein Gesamtkontext, dass ich ja jetzt nicht einmal sage, dass diese Theorien der Naturwissenschaft falsch sind. Sie sind doch, ich sage dir, wenn du was denkst, ist es. In dem Moment, wo du an ein grünes Mastmännchen denkst, existiert das grüne Mastmännchen. Wenn du nicht mehr dran denkst, ist es wieder weg, ist es eine Seinsmöglichkeit. Das führt uns dann zu dem großen Problem, existiert Gott? Ich sage, selbstverständlich, wenn du an ihn denkst. Und wenn du nicht an ihn denkst, existiert er nochmal. Weil existiert, heißt heraustreten, auftauchen. Jetzt schauen wir uns einmal den Zapfen an, wenn wir mit der Vatersprache das Wort Zapfen hebraisieren. Okay? Das Wort Zapfen beginnt mit ZA, das heißt die Geburt an der Schöpfung. Was heißt ZA, die Geburt an der Schöpfung? Das ist erst einmal hinausgehen, in jedem hebräischen Wörterbuch. Dann heißt es aber auch noch Dreck, DR, die Öffnung einer Berechnung, wenn wir DR reingeben, das heißt Generation, ich erspare es mir, die Generation in einen Eck. Zeile für Zeile, Tröpfchen für Tröpfchen. Okay, Za. Dann haben wir ja hier als nächstes Pfen. Jetzt müssen wir PF. Wir machen mal das A. Wir haben ja nur mal eine Möglichkeit. Wir schmeißen mal das A als Vokal raus. Okay, Insiderwissen. Wir machen nur ZB. Redo, was ist ZB? Die Geburt von Wissen. In jedem Wörterbuch, das heißt auftauchen und auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das sind deine Existenzen, die du auftauchen lässt. Das ist natürlich, ich mache jetzt die Cyberspace-Brille ja so, aber dass ich ja wie mir ganz unten sind. Heiner, was noch? So klein müssen wir uns machen, unser Heiner. Ist, wenn wir das nach oben stellen, dass wir in Himmel, Hayom, Emel schauen, haben wir ein Dach, ein Gag. Das ist ja alles ausgedacht. Gag 3-3 heißt Dach. Es ist ausgedacht. Ich bin unten, ich bin im Meer, ich bin immer. Und wenn was in mir auftaucht, geht es ja hier in den Dach, in das Gag rein, in das Dach. Es ist ausgedacht. Jetzt habe ich schon den ersten Zacken. Brauche ich natürlich zack, 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 zack. Das ist Wellenberg und Wendal. Ist eine sogenannte Dreieckschwingung. Die Dreieckschwingung. Jetzt kommen wir schon langsam in den Tetraederspiegel rein, den ich euch erkläre. Jetzt ist natürlich 3,3, kann ich auch jetzt 3,30 lesen. Das ist das hebräische Wort Gold, das heißt Welle. Kannst du jetzt langsam mal ahnen, was ich meine, dass das Physik wird? Wenn ich dir was erzähle, wir machen hier keine Esoterik. Wir machen hier keine geistlose Religion und schon gar keine Naturwissenschaft. Es ist dogmatische Religion. Es ist die Weltreligion in deiner Traumwelt, ist Materialismus. Die machen nichts anderes wie die anderen. Die behaupten Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das sind 99,99% der naturwissenschaftlichen Experimente, die genauso Hirngespinste sind, wie wenn du eine Tora oder einen Koran mit der normalen Auslegung lesen durst, mit Adam und Eva als Neandertaler-Bärchen und der Schlange, die dann kommt. Das ist die große Problematik. Das ist die Polarität. Du musst Wellenberg und Wellendal gleichzeitig haben. Wenn du das eine nicht mehr haben willst, zerstörst du das andere. Wenn du nicht an krank denkst, gibt es auch kein Gesund. Ich sage mal jetzt als normaler Mensch, wann denkst du an, Mensch, bin ich gesund? Du hast mir ein Jahr in Urlaub, du bist im Urlaub, euch geht super, euch fällt nichts, ihr geht abends, wo gehen wir heute zum Essen hin, was macht man? Wann denkst du an krank und gesund? Wenn das eine nicht da ist, ist das andere auch nicht da. Dann bist du heil. Das ist der Zustand der Heiligkeit. Das ist so die Sache jetzt, wenn ich mir den Udo Brösel denke. Knie und Rücken. Gleich nochmal ganz kurz hier. Muss jetzt, das muss unbedingt sein. Moment. Und du, Menschensohn, stöhne mit brechenden Hüften und mit bitterem Schmerz, sollst du vor ihren Augen stöhnen. Und es soll geschehen, wenn sie zu dir sagen, weswegen stöhnst du? Ihr Deppen, schaut mich doch an, ich bin eine Krücke, ich bin ein Wrack. Dann sollst du sagen, wegen der kommenden Nachricht, und jedes Herz wird zerschmelzen und alle Hände werden erschlaffen und jeder Geist wird verzagen und alle Knien werden zu Wasser, von Wasser triefen. Siehe, es kommt und geschieht, spricht der Herr.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir, so Menschensohn, Weissage, und du sollst sagen, so spricht der Herr, sage ein Schwert geschärft und geschliffen ist jetzt. Jetzt komme ich zur großen Schnitte. Jetzt habe ich euch nur wenn 20 Jahre rumbröseln lassen. Und irgendwann muss ich euch abmähen. Es tut aber nicht weh. Habe ich euch Angst gemacht? Ich kann nur eins sagen, der, der mir vertraut, du wirst von dem fortgehen so viel mitbekommen, wie von dem kommen. Du kriegst von deinem Sterben, von deinem Tod so viel, jetzt materialistisch, logisch, du kriegst von deinem Tod so viel mit, wie von deiner Geburt, überhaupt nichts. Jetzt habe ich so oft erklärt, wie es funktioniert. Und du hast keinen Einfluss drauf, du kannst bloß warten. Und ich sage dir, wann wird es passieren, ja jetzt, wann denn sonst, wenn du dich, dein jetziges Programm, vollkommen durchschaut hast, aufgehört hast, dich verbessern zu wollen, also dein Ego verbessern zu wollen. Ich sage immer, es ist wie die Rolle, die du spielst als Schauspieler. Ob du einen guten spielst oder einen schlechten, ist vollkommen wurscht. Hauptsache, du spielst den gut. Schau mal, wie ich den fertigen Udo perfekt spiele. Man müsste fast meinen, ich habe wirklich Spatzen. Gott sei Dank können Gedanken von mir keine Schmerzen haben, sonst wird es mit Scheiße gehen. Okay, jetzt machen wir Pause, oder?